Ich habe mir heute einen Gast besorgt, um mit ihm zusammen auf Dara zu reagieren. Hallo Marco. Servus. Du kommst vom Brotfunk-Podcast und Stream. Also, was macht ihr immer so? Wir sind ein politischer Podcast, lustiger Linker. Es gibt einen Podcast, es gibt einen Stream, es gibt noch weitere Podcasts, also ein Fußball-Podcast aktuell und es wird noch einen weiteren geben in Zukunft. Also das heißt, wir versuchen so eine Art, ja, Sender oder Konglomerat aufzubauen, das dann auch demokratisch geführt wird. Ja, das klingt doch gut. Und du bist auch eher so ein Linker, der aus der Politopia-Richtung kommt. Und wir reagieren heute nämlich Genau. auf ja, so ein Gespräch zwischen Politopia und Naitan, beziehungsweise auf eine Reaktion von Dara darauf. Denn Dara hat einige sehr, sehr interessante oder sehr, sehr dumme, wie man es jetzt auch immer sieht, Sachen dazu gesagt. Es wird Einige. eingeordnet, oh je. Ja, wir ordnen Dara ein, genau. Euer Leben lang gefreut habt. Diesen Fiebertraum hier. Also, ne, Kollege Naitan, toller Mensch. Fantastisch. Gute Freundschaft zu Naitan aufgebaut über die Zeit, in der wir uns kennen. Hab ihn auch schon mal in Köln getroffen. Werde ihn auch demnächst mal besuchen kommen. Mal gucken, was wir da machen. Vielleicht können wir zusammen sogar streamen. Wer weiß, wohnt relativ nah bei mir, deswegen ist das möglich. Und auf der, und, ne, Fame Forest schreibt schon, der berühmte Talk, wo ich gebannt wurde. Wo wurdest du denn gebannt? ich glaube, bei Dara im Chat. Oder bei Naitan. Ja, stimmt, bei Naitan war es ja. Okay, das stimmt bei Dara oder bei Natran, bei Politopia. Ihr bannt ja eigentlich keinen, wenn er nur sachliche Kritik äußert. Ja, also er muss schon beleidigen, damit man ihn bannt. Oder Also, da halt verleumden gegen oder zu TOS Schandsachen gestoßen. aufrufen, ja. Also. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Tierschutzaktivist, ganzen Talk einordnen Antifaschist. möchtest. Nein, so viel Zeit haben wir nicht. Aber was gibt es denn da groß Okay. einzuordnen? Aber ich Das meine, wird das Setup von dem ganzen Talk, ich weiß nicht, uns ob Dara Dara alles darauf gleich Bezug erzählen. nimmt. Das wird uns Ach Dara so, erzählen. okay. Dara gibt das doch zu. Ich habe doch nur durch die Wunderbar. Reaktion von Politopia darauf, da hatte ich reingehört und gedacht, auch geil, das, was Dara sagt, da muss ich auch selber drauf reagieren. Das ist so Okay. herrlich. Durch und durch die linkeste Socke, die man unter der Sonne finden kann. Und Lehrer. Seht her, er hat eine Antifa-Flagge im Hintergrund. Muss links Ja, das sein. macht ihn links. Ja. Wunderbar. Und auf der anderen Seite hast du Proletopia. Sarah Wagenknecht-Fan offensichtlich. Ziemlich abgeschwurbelt seit dem Ukraine-Krieg. Früher eigentlich eine coole Socke gewesen. Der unfassbare Schwurbel. Also ich habe jetzt nicht jedes einzelne Video von Proletopia gesehen, aber so wie ich das verstehe, ist der riesige Schwurbel, den er verbreitet, er will Frieden. Habe ich Ja, das richtig und das verstanden? halt gegen das, er ist gegen die gängige Position von, wie sie von diesen Leuten vertreten wird. Also er ist gegen Waffenlieferungen und das ist Schwurbel. Weil die Gründe, die er dafür anführt, das ist Schwurbel. Also quasi, es entspricht nicht dem, was sie glauben und somit kann es nur geschwurbelt sein. Ja. Definitiv. Ah, jetzt habe ich es groß geschaltet. Bisschen simpel drauf bei vielen politischen Themen. Hat da nicht so ganz den Durchblick gehabt. Bis heute ist. Da den Durchblick. Ja, das sind große Töne von so jemandem. Ja, aber Antideutsche, die wissen eben was, die wissen eben alles. Den kann man leider auch nicht viel Ja, erzählen. pathologische Besserwisser. Ist das immer noch der Fall? Aber hat sein Bestes gegeben auf Twitch irgendwie. Sich für Feminismus und vor allem auch eine demokratische Wirtschaft einzusetzen. Und demokratische Wirtschaft ist ja auch so mein Hauptthema, das, wofür ich mich am Ja. meisten einsetze. Dafür setzt er sich doch tatsächlich ein, oder? Ja, aber er erwähnt das halt manchmal. Nur ich glaube nicht, dass es sein Hauptthema ist. Also sein Hauptthema ist immer noch Kulturkampf. Also nicht, dass ich ihn jetzt irgendwie regelmäßig schaue, aber ich glaube, das mit den demokratischen Betrieben ist vor allen Dingen für Leute, die in der Karl-Bubble herumhängen, gar nicht so beliebt, weil Karl, also Dekadenz, sich ja auch sehr lange darüber lustig
gemacht hat und es erst vor kurzem wieder neu entdeckt hat. War auch gut mit Prototopia befreundet, dann kam der Ukraine-Krieg. Der Typ ist komplett ausgetickt. Ja, also der glaubt. Er ist komplett ausgedeckt. Er hat einfach so Frieden gefordert. Einfach eine andere Position. Warum? Warum macht er das? Ja. Die EU möchte uns mit Digitalgeld versklaven. Sie. Du bist doch Mod bei Prototopia. Wann hat Prototopia das jemals über die EU oder Digitalgeld gesagt? Ich weiß es nicht. Also er hat vielleicht einmal etwas in einem Nebensatz erwähnt. Ja. Es ist halt, er sieht Dinge halt eben gerne aus einer strukturellen Sicht, beziehungsweise er macht sich halt Gedanken, wodurch etwas bedingt sein könnte. Und das ist natürlich dann für einen Dara, der seine Positionen immer spontan zusammensetzt, unverständlich, beziehungsweise das gilt halt einfach als Schwurbel, ja, weil das ist für ihn einfach zu weit. Also er braucht es lieber etwas handlicher, ja, und vor allen Dingen eben spontan. Ja, also er hat kein Fundament, sondern er setzt seine Positionen eher spontan zusammen. Aber das wird man, glaube ich, auch noch merken. Sieht hinter allem eine große Verschwörung, sieht hinter Veganismus eine Verschwörung, dass das von den Konzernen gepusht wird. Und ihr könnt immer davon ausgehen, wenn irgendwie ein Konzern etwas pusht, dann ist er der Meinung, irgendwie ist da ein finsterer Plan dahinter und man sollte das halt ablehnen. Das heißt, wenn dort irgendwie LGBTQ-Rechte oder queere Rechte von Konzernen gepusht werden, ja, dann muss man erstmal dagegen sein. Auch wenn er, und das glaube ich ihm auch, der Meinung ist, queere Menschen sollten ihre Rechte haben. Wenn halt ein Konzern das pusht, dann ist er halt einfach sehr, sehr skeptisch. Und naja, hat sich dann eben auch mit der sogenannten Honigwabe, was so Neonazi-Strukturen im Internet. Honigwabe, Neonazi-Strukturen. Also ich habe einige Folgen der Honigwabe gesehen. Ich habe weder davon gehört, dass sie Lebensraum im Osten erobern wollen, noch davon, dass sie ein viertes Reich gründen wollen, noch davon, dass sie hier eine Führerdiktatur einführen wollen. Also ich wäre mit solchen Zuschreibungen ehrlich gesagt sehr vorsichtig. Um nicht zu sagen, da haben wir schon wieder. Also das ist ein nationalkonservativer Podcast, den kann man jetzt so sehen, wie man will, aber Neonazis sind das definitiv nicht. Ich glaube, er hat Glück, dass die nicht so gerne Leute verklagen, also dass die selber eher libertär unterwegs sind, weil sowas, also jemanden Neonazi zu nennen, ist schon ein ziemlich heftiger Vorwurf, finde ich. Ja. Verbündet gegen die Woken. War mal fest davon überzeugt, wenn man mit den Nazis einfach mal. Stimmt, Dara hat ja auch mal angekündigt, dass Prototopia in einem halben Jahr den Holocaust leugnen würde in seinem Stream. Mhm. Ein Jahr später ist das seltsamerweise immer noch nicht passiert. Was du als Dara, Dara sich über quasi live neue Lügen ausdenken würde. Ja, eben, es war spontan in dem Moment, als er das gesagt hat, da hat das halt irgendwie rhetorisch gut geschmeckt. Das war etwas, wo man sich gedacht hat, ja. Das geht doch fein von der Zunge und das klingt doch gut. Damit kann ich jetzt in diesem Moment eine gewisse Wirkung erzeugen und irgendwie die Leute so zum Erstaunen bringen. Aber natürlich, wenn man dem Ganzen nachgeht, wenn man sich das merkt und dann das nachverfolgt, merkt man einfach, hey, das ergibt nicht viel Sinn, Dara. Warum machst du sowas? Nett spricht, dann kann man die alle zumindest vom Antikapitalismus überzeugen. Aber das Ding ist halt, er selbst vertritt halt einen Antikapitalismus, der nicht so wirklich ganz vernünftig ist und nicht so ganz durchdacht ist, weil du hast praktisch einfach nur die Gruppe der Kapitalistin. Nur Dara hat einen vernünftigen und durchdachten Antikapitalismus. Andere Leute können es nicht einmal. Haben. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber Dara hat letztens sich dafür ausgesprochen, dass ja nicht alles am Kapitalismus schlecht ist. Also das heißt, er hat eigentlich seine ursprüngliche Position aufgegeben. Also er ist eigentlich mehr so, er wandert mehr zu dir, also so in die Sozialdemokratie. Er ist nicht mehr der Radikale. Ich meine, er hat ja solche Forderungen auch schon unterstützt, aber wehe, solche Forderungen gehen an die Interessen der NATO ran. Also wenn man sagt, die Löhne in Deutschland sollen rauf, dann okay, dann geht das noch. Aber wenn man sagt, die Sanktionen gegen Russland, die sollen gestrichen werden, damit die Preise für die Mehrheit der Bevölkerung endlich sinken, dann geht das auf keinen Fall. Dann ist das, was die NATO gerade sagt, eben höher zu gewichten.
Ja, es, ich glaube, er braucht einfach, er hätte gerne queere Generäle und so, dann würde er das besser finden. Woke und wehrhaft. Ja. Und wenn du die besiegen würdest, dann lösen sich halt alle Probleme der Gesellschaft und überall sieht er immer die Kapitalisten am Werk. Und natürlich gibt es Kapitalisten in unserer Gesellschaft, natürlich haben die sehr viel Einfluss auf die Politik. Die sind aber nicht allmächtig. Wir haben verschiedene Kapitalisten mit verschiedenen Einstellungen. Wir haben auch verschiedene Kapitalistengruppen, die gegeneinander in Konkurrenz sind oder gegeneinander sozusagen versuchen vorzugehen. Wir haben verschiedene Länder mit verschiedenen kapitalistischen Eliten. Wir haben auch das Volk, das manchmal auf der Seite der Kapitalisten steht und die kannst du mit den besten Argumenten über Antikapitalismus zuballern. Ja, das Volk, oh, das ist hier ganz komisches Sprechen. Nein, natürlich nicht. Also, das ist, also wenn andere Leute das Volk sagen würden, dann würde Dara der jetzt schon anfangen, die als Nationalisten zu bezeichnen, wahrscheinlich. Mhm. Die wollen trotzdem nichts davon wissen und wollen trotzdem ihre Kapitalisten abfeiern und denen alles geben, was sie wollen. Und es ist auch nicht so, dass jedes Problem oder alles, was in der Gesellschaft schiefläuft, eben durch die verursacht wurde. Und sie sind nicht immer allmächtig, sie sind auch nicht immer böse. Die Welt ist nun mal einfach sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr chaotisch. Und das muss man eben akzeptieren. Und leider ist es dann so, dass manche Menschen das nicht können. Sie können nicht. Es gibt ihnen einfach zu viel Unsicherheit. Es sorgt dafür, dass sie nicht klarkommen. Sie wollen ein einfaches Weltbild. Sie wollen irgendwie ein einfaches Freund-Feind-Modell. Und damit kommen sie dann eben durchs Leben. Sie wollen ein einfaches Freund-Feind-Modell. Die Wokies, die wollen kein einfaches Freund-Feind-Bild. Die haben ein viel komplexeres Weltbild. Also hatte ich ja heute auch bei Julius Hoch erlebt. Also so. Bist du auf der einen Seite der gute, freie, hochmoralische Westen und auf der anderen Seite bist du böse Feinde der Freiheit. Ja, eben. Das macht den Wokismus übrigens auch so nutzbar für die westliche Propaganda. Es ist ja auch alles, also eigentlich ist ja gerade die Gegnerschaft zu Waffenlieferungen und also sozusagen die Friedensposition ist viel, viel komplizierter als die Waffenlieferungen-Position, weil das eine ist ja der Status quo, also NATO und Vorherrschaft der USA bzw. der US-amerikanischen Interessen und das andere aber, das ist ja eigentlich viel komplizierter, also sozusagen auch die russische Position und die gesamte geostrategische Situation, das alles zusammenzuführen und daran zu denken, das ist ja viel komplizierter. Das ist eben nicht ein einfaches Weltbild. Ja? Also deswegen ist es so seltsam, wie Dara die Idee kommen kann. Ja, absolut. Also du brauchst dich ja nur auf den Mainstream zu berufen. Auf das, was in allen Zeitungen geschrieben wird, das, was die Regierung gerade sagt, das, was offizielle Stellen quasi gerade von sich geben. Also darauf brauchst du dich zu rufen, wenn du das herrschende Narrativ verteidigst. Also ist das natürlich viel einfacher, als ein Narrativ, was davon abweicht, zu verteidigen. Jetzt mal eine Frage. Ja. Also euer Kanal heißt doch Brotfunk. Ich wollte ihm jetzt schon seit vorhin einen Shoutout geben. Aber es funktioniert nicht. Mir wird dann angezeigt, der Kanal würde nicht existieren. Woran liegt das? Okay, also ich habe kein E-Mail bekommen, dass mein Kanal wegen DMCA oder so gesperrt wurde. Ich hatte nur eine kleine Verwarnung, aber so Brotfunk, klein geschrieben, wie Brot und Funk, ohne Unterstrich, ohne Bindestrich, einfach Brotfunk. Klein geschrieben. Das, genau. Klein geschrieben, das sollte eigentlich funktionieren. Der Kanal, dem du einen Shoutout geben möchtest, existiert nicht. Das wäre ich jetzt. Probier's gleich nochmal. Wir reagieren mal weiter auf Dara. Okay. Eben, anstatt sich damit abfinden zu müssen, dass die Welt chaotisch ist und man sie einfach nicht immer komplett durchblicken kann. Das sorgt für Unsicherheit. So entstehen eben Verschwörungsideologen. Es gibt verschiedene Arten von Verschwörungsideologen. Manche glauben an Reptiloiden, manche an die jüdische Weltverschwörung, manche glauben an. Du musst 56 Minuten warten, ehe du ein Shoutout vergeben kannst. Also probieren wir es Viertel vor sechs noch. Aha. Okay. Den Satan und manche eben, dass die Kapitalisten hinter allem stecken. Und naja, die können dann meistens aber auch irgendwo ziemlich gut zusammenarbeiten.
Das ist so das Problem, auch wenn sie an verschiedene Verschwörungen denken. Die Emos, das mit den Emos ist echt. Oh, das mit den Emos ist echt. Halt die Fresse. So. Wow. Schauen uns jetzt den Spaß hier an. Ich habe hier schon mal eine Stunde vorgespult. Wir werden uns das Ganze hier nicht anschauen. Hier ist der Link, falls ihr das tun wollt, nach dem Stream. Und wir analysieren ein bisschen. Weil Nathan hat das... Ja. Du merkst auch, wie viel er redet. Der Talk hat noch nicht begonnen und wir sind schon bei 5 Minuten Dara. Ich bin angeblich immer noch leiser als du. Das müsst ihr früher in den Chat schreiben, wenn ihr das... Ja, ich kann mich ja ein bisschen lauter machen, das ist ja absolut kein Problem, aber dann ist Dara wieder zu leise. Das ist dann das... Das sind die Kapitalisten. Mach du dich mal ein bisschen leiser. Mach dich mal ein bisschen leiser. Dann passt das mit Dara wieder nicht. Also das müsst ihr früher in den Chat schreiben, gleich wenn ihr hier reinkommt und euch nicht erst nach nach einer Viertelstunde beschweren. Das gut gemacht. Bin ich jetzt schon leise? Was haben wir vorher, bevor Nathan in diese Debatte gegangen ist? Ich hab mich mit Karl abgesprochen, dass wir natürlich alle zu Nathan rüber raiden. Und wir machen das einfach mal ganz anders. Weil ihr wisst, wie das eigentlich ist. Ne? Er spricht mit Prolotopia. Und Prolotopia ist ein richtig, richtig übler Mensch, der richtig, richtig böse ist und richtig, richtig gefährlich ist. Und mit dem zu reden ist dementsprechend total, total richtig, richtig schlecht und richtig böse. Ja, jetzt muss es, glaube ich, passen. Okay. Das Chat kann sich aber beschweren, wenn wir denn zu laut sind. Jetzt gerade, jetzt ist eigentlich eine ganze... Hallo? Ja? Hörst du mich noch oder nicht? Ich höre dich noch. Okay. Ich finde, jetzt ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Stelle, weil jetzt erklärt Dara, der Prolotopia vorwirft, überall Verschwörungen zu sehen, jetzt erklärt Dara, wie sie sich eigentlich tatsächlich gegen Prolotopia verschworen haben. Ja, weil sie eben sozusagen alle gemeinsam Nathan geradet haben. Das heißt also, alle Zuschauer, die gesamte Blase in einem Stream vereint und die Streamer sozusagen, ja, wie sie dann Nathan mit Talking Points füttern. Er wird das jetzt noch weiter ausführen. Nathan muss dafür krass weggecancelt werden. Ne? Also habe ich mich mit Karl abgesprochen, dass wir natürlich alle in seinen Chat gehen und Nathan niederbeleidigen, bis er das Gespräch abbricht. Hat er aber nicht gemacht, hat er bis zum Ende durchgezogen. Und auf Twitter haben wir ihn da noch beleidigt. Wir haben da noch ganz viele YouTube-Videos darüber gemacht, in dem wir ihn beleidigt haben. Aber es hat alles nicht geholfen, hat nicht gehört. Richtig gemeint von Nathan. Und wir werden ihn natürlich auch die ganze Zeit jetzt durchbeleidigen. Ist ja klar, ne? Nein! Wir haben uns natürlich abgesprochen und diesmal alles anders gemacht, nämlich wir standen hinter Nathan. Wir haben gesagt, weißt du was, Nathan? Du, you have our back. Und das war eine riesen Spaßveranstaltung für die ganze Familie. Nathan hatte einfach so circa 2000 Viewer, während er mit Prolotopia gequatscht hat. Und mit dem Rückhalt kann man auch mal jemanden komplett niederdebattieren. Migration begrenzen. Niederdebattieren. Er hat es trotzdem nicht gut geschafft. Okay, Nathan ist jetzt ein bisschen leiser. Das ist, aber das ist Daras Schuld. Dafür können wir jetzt nichts. Nichten aufhören können, unsere Gesellschaft zu spalten. Achso, worüber haben sie bis jetzt gequatscht? Am Anfang meinte Prolotopia irgendwie Veganismus. Da steckt halt eine Verschwörung dahinter. Und dann hält ihm Nathan noch vor, dass er sich bei der ganzen Shoyoka-Sache natürlich auch auf die Seite der Mobber gestellt hat, um auch Klicks abzugreifen. Auf die Seite der Mobber. Sachliche Kritik. Der Mobber. Mobbing. Ja, natürlich. Ist das, wenn wir hier auf Dara reagieren, ist das eigentlich auch Mobbing? Sofern wir ihm widersprechen, ja. Gut, können ja mal alle im Chat gerade mal reinschreiben, ob das Mobbing ist. Ja, also alle sind der Meinung, tja, wenn man auf die Wokies reagiert, dann ist man leider ein Mobber. Das lässt sich wohl nicht ändern. Ja. Und zeigt ihm das halt nochmal sehr gut auf. Und dann geht's nochmal allgemein um Woke und Kapitalismus und so Gedöns. Und da sind wir ungefähr jetzt. Wer ist denn wer? Das ist der Coole, der offensichtlich die Antifa-Flaggen im Hintergrund hat und die Trans-Rights- und Queer-Rights-Flagge. Und die Transatlantifa. Ich hatte ihr letztens ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie die Antifa für Rheinmetall demonstriert hat. Also soweit sind wir mittlerweile. Oh, bist du etwa gegen Antifaschismus? Ja? Ja, ich weiß, Waffenlieferungen in Kriegsgebiete sind jetzt leider Antifaschismus. Da muss man jetzt dafür sein, sonst ist man Faschist. So ist ja, aber es ist tatsächlich so. Die Antifa hat da gegen ein Friedensbündnis demonstriert, was halt gegen Rheinmetall demonstrieren wollte. Vor dem Rheinmetallwerk. Oh, die Antifa hat sich schützend vor das Rheinmetallwerk gestellt. Nein. Das ist... Oh mein Gott.
weit ist es gekommen? Hier ist Holotopia der Sarah Wagenknecht hinten an der Wand. Und ich sag mal so, diesen Hintergrund, ich weiß ja nicht, aber man könnte halt langsam mal versuchen, das Ganze ein bisschen professioneller zu gestalten. Ne? Ich weiß, ich bin hier auch in so einem schäbigen Gästezimmer, aber ich halte das alles hier bei mir schon wieder für geordneter. Naja, als halt einfach irgendwie ein Greenscreen, an den man ganz viel ranklatscht. Warum nicht das Gespräch von Beginn an? Weil mein Tag auch nur 24 Stunden hat. Damit trittst du dann genau gegen diese Menschen, ja, die du auf der anderen Seite verteidigst, und das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber das ist das Gleiche. Nö. Buchstäblich ist es das Gleiche. Doch, ist es. Vor allem, ergibt es ja auch gar keinen Sinn inhaltlich. Nein. Weißt du eigentlich, wie das funktioniert? Also, wir sind uns ja einig, dass das Kapitel. Du musst Migration. Moment. Warte mal, Alter. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, weil es gibt eigentlich bei OBS eine ganz einfache Funktion inzwischen. Ich habe eine Virtual Cam, und dann kann ich einfach bei der Virtual Cam meine Webcam nehmen und die dann übertragen. Und dann hat der andere nur meine Webcam ohne irgend so einen anderen Quatsch. Aber kann sein, dass dann natürlich. Das Ende anschauen? Nee. Wir werden schon den Auftakt bis zu den Beleidigungen. Damit du mehr Ressourcen hast für die, die schon da sind und für die, die Hilfe brauchen, damit du die integrieren kannst. Du kannst nicht einfach sagen, wir haben jetzt schon keine Mittel, aber holen wir noch mehr rein. Das ergibt doch überhaupt von vorn bis hinten keinen Sinn. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber wir sagen, das ist alles, was ich sage. Ich sage, dass einfach der Status quo, wie er jetzt hier ist, wirst du keine Mittel rausbekommen. Ich würde sagen, auf dieses Migrationsthema habe ich nicht so viel Lust, und da wir auch nicht so viel Zeit haben, würde ich gleich weiterspringen. Oder würdest du da widersprechen? Da gibt es ja eh nur eigentlich zwei Positionen, wie ich gemerkt habe, und Wohlstand für alle hat sich da auch schon geäußert, und Peter Schad natürlich. Ja, ich glaube nicht, dass wir da noch sinnvolle neue Impulse liefern können. Ja, deswegen, wir sollten uns hier auf Daras woke Ideologie bzw. seine ganzen antideutschen Unterstellungen hier konzentrieren und nicht so sehr dieses eine Thema jetzt beackern, mit dem sich Proletopia schon des Häufigeren beschäftigt hat. Den Arbeiter komplett entmachten, die Gewerkschaften zu zerstören. Ne, sondern da wurden Sozialsysteme ein bisschen gestärkt. Wann Democracy 4 Stream? Democracy 4 ist halt so langweilig, das kann ich halt niemals im Stream spielen. Vielleicht irgendwann in irgendeiner utopischen Stelle, dann alles niederzumachen, und alles, was irgendwie in der Gesellschaft passiert, hat eigentlich immer diesen Sinn. Und das ist so dieses typische eben verschwörungsideologische Verhalten. Du drehst dir einfach immer alles, was irgendwie in der Realität passiert, so, dass es irgendwie in dieses Narrativ passt. Du drehst dir alles in der Realität so, dass es in dieses Narrativ passt. Ist das nicht genau das, was Dara dauernd macht? Projektionsalarm, ja, absolut. Wenn man beispielsweise klare Zitate nennt, warum der Westen die Friedensgespräche in der Ukraine sabotiert hat, warum der Westen mittlerweile seit nach Aussagen des ukrainischen Chefunterhändlers, das war ja damals bei meinem Gespräch zwischen Dara und mir, diese Aussagen war damals noch nicht bekannt, aber mittlerweile hat diese Version sogar der ukrainische Chefunterhändler bestätigt, der sogar sagt, wir haben keinen Frieden mit Russland geschlossen. Boris Johnson ist nach Kiew gefahren, hat gesagt, lass uns kämpfen, und dann haben wir halt beschlossen zu kämpfen, anstatt einen Frieden mit Russland zu machen. Wenn selbst der das sagt, dann ignoriert Dara das einfach. Also ihr könnt da irgendein sachliches Argument bringen, er wird darauf nicht eingehen. Er wird es Verschwörungstheorie nennen, er wird sagen, ja, ist falsch, ist Wurbel, ist sonst irgendwas. Er wird es nicht widerlegen, inhaltlich. Ja, man merkt halt, dass er eigentlich im Grunde genommen ein Idealist ist und kein Materialist. Also das merkt man einfach, wie er seine Argumente zusammenbaut. Das hat nicht auf materialistischem Wege geschehen, sondern das ist einfach, ja, weil... So wie später dann, Nazis können ja einfach aufhören, Nazis zu sein, ja, ist ja auch sein Argument. Ja, Russland könnte sich einfach zurückziehen, egal was seine materiellen Interessen sind, also richtig, Russland soll sich wahrscheinlich so verhalten, wie ich das hier in meiner Traumwelt mir mal ausgedacht habe, völlig unabhängig davon, wie die Realität aussieht. Wie zum Beispiel die Ausländer kommen, in der Realität war es wahrscheinlich so, Angela Merkel musste eine schwierige Entscheidung treffen. Okay, entweder wir schubsen die Menschen dort an der Grenze einfach wieder zurück. Das erzeugt schwierige Bilder. Das sorgt dafür, dass das Scheiße im Fernsehen aussieht. Oder wir lassen die Menschen halt einfach durch und versuchen das eben zu schaffen und um uns die zu kümmern.
Und das war's. Ne, so dieser Gedanke, ja, wir lassen jetzt die Menschen ins Land, wir holen die hier hin, damit wir den Sozialstaat zerstören können, die Akzeptanz für den Sozialstaat schwächen, das, also, dass sie das irgendwie dabei gedacht hat, ist sehr, sehr weit hergeholt. Der ein oder andere hat vielleicht mal sich gedacht, könnte man... Nein, Politiker denken über ihre Entscheidung nicht nach, die würfeln die. Ja, also, die machen das alle so wie Dara. Einfach so ganz spontan, wie fühle ich mich damit? Ja, komm, machen wir es so. Wir haben auch keine Interessen. Na, überhaupt nicht. Sie haben auch einfach, das sind Vibes, ja. Man so ausnutzen, aber das heißt nicht, dass sie das getan hat, heißt nicht, dass das die Mehrheit der Bevölkerung oder die Mehrheit der Regierung irgendwie so gedacht hat. Ding vollziehen, den man in England sehr gut vollzogen hat, in den USA gut, ich meine, in den USA haben sie jetzt Kinderarbeit wieder eingeführt, in manchen Staaten. Waren die abgeschafft. Und ja, aber bei manchen haben sie jetzt wieder eingeführt und es ist sogar so, dass wenn Kinder bei der Arbeit, sie dürfen nur schwere Arbeit machen und wenn sie sterben, dann haftet nicht der Arbeitgeber. Ja, also solche Sachen haben sie sich eingerichtet dort. Und das Gleiche wollen sie halt hier auch durch. Jay Ridder ist gerade im Chat und schreibt, leider müssen wir dich canceln, weil du mit ihm gesprochen hast. Außerdem widersprichst du Lara sehr problematisch. Eigentlich problematisch, würde ich sogar sagen. Ja. Ist ein verspätetes Geschenk, ja. Also 2 Tage zu spät, aber nee, ist ja noch kommt Antwort. Noch mal richtig was. Ja, okay. Aber wer wird heute noch beschert? Ja. Ich nicht. Sie wollen Deutschland wieder wettbewerbsfähig machen, aber dazu muss das Sozialsystem... Wer sind denn diese Sie? Jetzt kannst du... Moment, warte kurz. Die Nationalstaaten haben Interessen. Oh nein. Also das ist ein völlig... Was? Nationalstaaten haben Interessen. Sie, ja, wer ist mit Sie gemeint? Erstmal die deutsche Regierung, die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Kapitals erhöhen will. Also so verhalten sich nun mal rational agierende Nationalstaaten erst recht in einer Währungsunion, in der du durch Lohndeflation Wettbewerbsvorteil, Vorteile erreichen kannst. Und wir haben gerade auch noch 88 Zuschauer. Ich habe gerade einer in den Chat, das ist bestimmt eine Dog-Whistle. Ja, fix. Also wir haben jetzt alle Nazis versammelt, ja. Und wer hat nicht, hat sie gerade schon gesagt, Jay Ridder im Chat, der muss ja laut den Wokies auch so schon so eine Art Rechtspopulist oder so wahrscheinlich sein. Fix, ja, er ist vor allen Dingen Antifeminist. Das ist schon confirmed. Ja, ich hatte letztens gesehen, dass Shoyoka was gegen ihn geschrieben hatte auf Twitter, aber er ist ja auch nicht so häufig in diesen Woken-Threads wie beispielsweise KuchenTV oder Nemesis. Ja, aber er setzt es natürlich drauf an. Also das Anti-Wokeness ist ja sein Bread and Butter sozusagen. Wir ja mehr oder weniger auch dadurch, dass wir jetzt solche Streams hier machen. Das stimmt. Naja, die Leute, die im Klassenkampf gegen uns stehen, nämlich die kapitalistische Klasse, die andere Klasse einfach. Und sie denken sich einfach die... Hikikimori... Ja, kannst Oha. Du bitte den Chat nutzen, um mit mir zu quatschen und nicht mit anderen Leuten im Chat? Der Chat beschwert sich immer noch über deine Lautstärke, kriege ich gerade rein. Also, okay. Aber es war jetzt nur noch einer. Also Chat, ihr müsst schon euch schon mal entscheiden, ob einer zu laut ist oder nicht. Also ich höre Marco Test. Und ich höre Dara und ich finde, dass beide gleich laut sind. Also bin ich jetzt wesentlich lauter? Ja, du bist gut, finde ich. Also okay. Chat, weil das ist halt eigentlich eine Regel im Chat. Ne? Deswegen immer so Gespräche untereinander bitte lassen, sonst sehe ich halt einfach nur so riesige Blöcke. Da schreibt einer so, jetzt ist gut, das kann jetzt so gut, dann okay. Lassen wir das jetzt so. Okay, die an irgendwen gerichtet sind und irgendwann fangen halt 5 Leute an, mit anderen 5 Leuten. Der Narzissmus! Chat ist voll gespannt. Wieso Narzissmus? Redet nicht, ja, weil er mahnt jetzt, also Hikikomori, den kenne ich auch, aber er ermahnt ihn jetzt, dass die Leute im Chat nicht gefälligst miteinander zu schreiben haben, ja, sondern immer nur mit ihm. Das heißt, Nachrichten sind gefälligst an den Streamer zu richten und nicht an andere Chatter. Also das Thema, es muss an Dara gerichtet sein. Sie sollen nicht miteinander reden, während er redet. Also er sieht das als eine Art Majestätsbeleidigung. Das ist schon, also das ist wirklich narzisstisch. Das wäre ja total überfordert, wenn jeder hier an mich schreiben würde und ich dann auf ihre Nachricht antworten müsste. Ja, sie hat gesagt, ey, Agitator, so und so. Agitator übrigens, ja.
also Arbeitgeber, nennen wir einfach Arbeitgeberverband. Ja? Die haben ich einfach ein Interesse, dass es... Freizeitnehmer, das finde ich viel besser. Die haben kein Interesse daran, dass es einen Sozialstaat gibt, weil der macht uns, sie ihnen gegenüber, unerpressbar. Das heißt, diese Leute sehen den Sozialstaat, das ist ein Dorn im Auge für sie. Und sie wollen den loswerden. Jetzt kannst du aber den Sozialstaat nicht loswerden, weil du den Menschen nicht erklären kannst, hey, wir werden euch... Olaf Scholz hat es ja mal in einer öffentlichen Talkshow, auf die müssen wir auch noch mal reagieren, gesagt, dass die Agenda 2010 eine Verschwörungstheorie sei. Mhm. Genau so argumentiert Dara gerade. Oh nein. Wenn wir irgendwann mal einen Stream Zeit haben, dann suche ich diese alte Talkshow nochmal raus. Ich habe da mal auf meinem Erstkanal, ist eine ganz alte Reaktion, mal drauf reagiert. Ist ein kurzes Video tatsächlich auf meinem Erstkanal. Könnt ihr auch mal raussuchen, aber da muss ich auf jeden Fall meine ganze Reaktion zu machen. Das ist so, was Olaf Scholz damals behauptet hat. Da ist er dann danach Finanzminister geworden als Belohnung für diese, ja, für solche grotesken Auftritte 2017. Ich jetzt alles sozial. Okay, obwohl das von Mengs ausgeht. Kannst du Mengs sagen, sorry, diskutiere nicht mit dir. Ich diskutiere mit Dara, kannst du machen. Leistungen streichen, weil da werden die Menschen auf die Barrikaden gehen und werden sagen, what the fuck, mach das bitte nicht. Also was haben sie gemacht? Per RTL und Co., also mit diesen ganzen Privaten. Du Dara, aber sonst müsste man sich auch auf einer anderen Plattform connecten. Das ist ja, du kannst die Leute anflüstern, das geht auf Twitch. Wenn das nicht geht, ja dann Pech, dann gibt es eben keine Diskussion. Also sorry, aber der Chat hier ist ja jetzt erstmal meiner. Meiner. Das ist der Hassargument jetzt wirklich, dass die Leute nur mit ihm reden sollen. Ja, ja. Sie haben einfach nicht untereinander vor ihm zu reden, ja. Also ich hatte bei der ersten Reaktion auch bei Proletopia ja schon mal reingeschaut und ich habe das gar nicht verstanden, als Dara sich da bei seinem Chat beschwert hat, aber das ist ja tatsächlich unfreiwillig komisch. Redet, wie diese ganzen Hartz-IVler einfach faule Leute sind und wie sie einfach nutzlose Kerle. Ich kann leider kein Französisch. Also das Bad bin ich, hat hier gerade einer Le Chat Es Moi gemacht. Also wie gesagt, ich kann kein Französisch, war jetzt wahrscheinlich scheiße ausgesprochen, aber... Alle sind und hin und her. Ja. Zuerst haben sie die Propaganda geschoben und dann haben sie gesagt, okay, und jetzt holen wir Flüchtlinge in dieses ganze System rein und sagen... Mhm. Jetzt holen wir die Flüchtlinge. Also wie denn? Also die... Haben dann gesehen... Ja, indem man Syrien beispielsweise Terroristen bewaffnet, um Assad zu stürzen. So zum Beispiel. Ja, ja, man braucht ja nur die Ereignisse. Das erzeugt ja automatisch Flüchtlinge. Ja. Ja. Oder indem man in Libyen Gaddafi wegbombt und dann nach dem Bürgerkrieg in Syrien schon ein paar Jahre tobte, dann die Rationen für die Flüchtlinge in den Lagern im Libanon kürzte. Also das hat man ja alles gemacht. Das denkt sich ja keiner aus. Also das sind ja alles Handlungen, die wurden von der Politik betrieben. Mit welcher Intention das jetzt alles gemacht wurde, darüber kann man sich streiten. Aber... Ich glaube für... Ja. Also ich habe den Anschein, dass einfach Dara hinter... Also alles, was über mehr als zwei Ecken oder Ebenen geht, von Dingen, die man in die Wege leitet, für ihn dann einfach schon Verschwörungsglaube. Also wenn nicht etwas direkt... Ja, also wenn du nicht direkt Aktion und die direkte Reaktion hast, alles, was darüber hinausgeht, ist schon Verschwörung. Ja, wahrscheinlich. Also du brauchst ja nur sagen, Nationalstaaten haben Interessen. Okay, da lauf. Das habe ja ich damals falsch gemacht. Ich habe ja einfach nur gesagt, ja, der Westen hat gewisse Interessen im Ukraine-Krieg. Verschwörungstheorie. Mhm. Nationalstaaten haben überhaupt keine Interessen. Denen geht es um Demokratie und Freiheit und alles andere. Was ist dann Daras Position, wenn er sagt, Nationalstaaten haben Interessen, sei eine Verschwörungstheorie oder Nationalstaaten würden entsprechend ihres Interesses handeln. Das ist die Grundannahme des Realismus. Das ist die wichtigste politikwissenschaftliche Denkschule, die es gibt. Also was soll man dazu sagen, wenn jemand das einfach leugnet und so tut und das dann als Verschwörungstheorie deklariert? Dann ist, denkt euch im Chat selber aus, was derjenige dann ist. Ich will hier nicht beleidigend werden. Wir wissen ja, dass man sehr schnell gesperrt wird, wenn man es wagt, diese Wokies hier zu kritisieren. Laufen irgendwie Menschen rum oder so, ne, so diese, das ist dann natürlich am Ende, ja, sie haben erstmal für den Krieg dort gesorgt und dann mussten die Menschen beim Chat, beim Dreisatz beginnt verschwörungsideologische Mathematik, absolut, ich meine, deswegen kann Raik Anders auch keinen Dreisatz, falls er das damals mitbekommen hat. Ich erkläre das jetzt nicht, soll ich erklären, worauf ich mich gerade bezogen habe? Ich glaube, ich erkläre jetzt bei den Interessen. Nee, bei Raik Anders, warum der keinen Dreisatz kann.
Vor ein paar Jahren, da hat Schlomo mal Kriminalitätsstatistiken ausgerechnet und ausgerechnet, inwieweit da bestimmte ja, Ausländer überrepräsentiert oder eben nicht überrepräsentiert in der Statistik sind. Und da hat Raik Anders dann bei der Polizei angerufen, hat gesagt, Moment mal, diese Zahlen, wo hat der die denn her? Die sind doch völlig falsch. Also ganz lange drum herum geredet und Schlomo hat da einfach nur einen Dreisatz angewendet. Also, und da hat Raik Anders so total versucht, drum herum zu reden, ohne zu kapieren, wie diese Zahlen überhaupt berechnet wurden. Hat sogar bei der Polizei gefragt, ey, wisst ihr, woher diese Zahlen kommen? Die Polizei so, nein, 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 keine Ahnung. Die kamen aus dem offiziellen Kriminalitätsbericht der Polizei und Schlomo hat, wie gesagt, nur Dreisatz angewendet. Und ja, was man da hätte machen können für eine vernünftige Erwiderung, man hätte gucken können, ob Schlomos Berechnungen statistisch signifikant sind. Also wenn ich jetzt eine sehr kleine Gruppe von bestimmten Ausländern in Deutschland habe und die dort stark überrepräsentiert sind, dann kann das auch einfach Zufall sein wegen der sehr geringen Zahl. Eventuell weiß ich ja nicht. Ich habe mir das nicht genau angeguckt. Aber das hätte man mathematisch korrekt nachrechnen können. Also da hätte man gucken können, okay, wie valide ist Schlomos Argumentation? Aber das wurde natürlich nicht gemacht, sondern es wurde der Dreisatz angezweifelt. Also da merkt man auch schon, dass diese Wokies in jeder Debatte über Migration absolut nur verlieren können, wenn sie solch einfache Grundprinzipien nicht anerkennen. Also das einfachste Prinzipien von Angebot und Nachfrage werden hier ja schlichtweg geleugnet. Von dort fliehen und dann haben sie die Menschen nach Europa gelockt mit irgendwas und dann sind die hier gelandet und das. Schlomo, Dara wäre ein Traum-Podcast. Ja, Dara hat es ja auf seinem die Gespräche, die er mit Rechten auf seinem Kanal geführt hat. Also er beschimpft die da alle 3 Minuten als Verschwörungstheoretiker und sonst was noch im Gespräch. Also das ist schon witzig. Das war alles Teil eines großen Plans. Dass dort ein Krieg entsteht, völlig unkontrolliert vom Westen, und der dann für Menschen, dafür sorgt, dass Menschen fliehen. Und dann man eben. Nein, der Westen hat mit Gaddafis Sturz überhaupt nichts zu tun. Nein, Also die das wären französischen ja Kampfjets, die Interessen. waren da zufällig. Die waren da nur zufällig. Da steckte gar kein Plan hinter, Gaddafi zu stürzen oder so. Nein, nein. Und diese E-Mails von Hillary Clinton, die geleakt wurden, wo sie ja zugegeben hat, dass es auch darum ging, Libyen als wirtschaftliches Vorzeigemodell zu zerstören. Ich meine, Libyen war ja ein relativ reiches Land durch die Öleinnahmen, hatte auch große Devisenreserven, dass es darum ging, dieses ja vom Westen unabhängige Land zu zerstören. Was? Da alles nur Verschwörungstheorie. Also auch wenn es mittlerweile von überall eigentlich bestätigt ist. Eben die Menschen dann vor der Haustür hat und man sich überlegen, okay, was macht man jetzt und dann eine Entscheidung treffen muss, das gibt's halt nicht in dem Kopf von so einem Verschwörungsideologen. Es muss halt immer irgendwie am Ende unter der Kontrolle von eben dieser Elite sein. Dann an der Stelle, hey, schau mal, die haben noch nie was geleistet für dieses Land und jetzt nehmen sie sich alles das weg, was unsere Vorfahren erarbeitet haben. Toh, sowas, aber das ist ja die 1:1 die Erzählung der AfD und der CDU. Ja, die kleinen Paschas, die einfach am Topf naschen und jetzt wir da bezahlen Flüchtlinge, aber sie tun nichts für diese Dinge. Und das ist kein Vorwand gegen Flüchtlinge in Wirklichkeit, sondern ein Vorwand gegen das Sozialsystem. Und wenn du mit AfDlern redest, und dann wirst du feststellen, dass sie dir sagen werden, ja, man muss natürlich das Sozialsystem abschaffen, weil dann werden die Flüchtlinge nicht mehr kommen und dann bla bla bla, dies, Ja, das. also Ja, dann gibt es keine die AfD ist Pull-Faktoren. so neoliberal wie keine andere Partei. Richtig. Und der Punkt ist, Hat mal was Richtiges das gesagt. ist mein ganzes Ding. Ich glaube, dass das. Ja, aber das nutzen sie nicht zur Hauptkritik der AfD, sondern sie sagen dann immer, ach, die AfD, die ist rechts, Nazi, ganz, ganz böse, ohne da meistens konkrete Belege zu nennen. Und dann kommen irgendwelche im Kontext gerissenen Zitate von einzelnen Politikern. Also so sollte man nicht die AfD kritisieren. Aber dass sie neoliberal ist, das ist ein guter Punkt. Den kann man mal bringen und den kann man auch mal ausführen. Also beispielsweise setzt sie sich gegen einen Mindestlohn von 14 Euro ein. Das haben Erwin und ich in einem Talk ja schon mal vor längerem besprochen. Also findet man auch auf meinem Erstkanal. Das hier wird ja auf meinem Zweitkanal erscheinen. Ja, mit all dem kann man sich auseinandersetzen. Aber ja, dieses, die AfD ist böse, die AfD ist rechts, die ist sonst was, damit überzeugt man erstmal keinen und man macht sie zweitens lächerlich. Einfach ihr Playbook ist. Ich glaube, dass das ist, was sie gerade versuchen durchzuziehen. Ich Ja, glaube, aber. das ist ihre Klassenkampfstrategie gegen uns. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist nur eine Nee, die Mutmaßung über. Verschwörungstheorie. Nate wundert sich gerade, Mod zu sein. Ja, ich habe ganz viele Leute aus dem Proletopia-Chat einfach mal zu Mods gemacht, weil ich keine Lust hatte, hier dauernd irgendwelche Leute, die neu reinkommen, zu Mods zu machen, weil ich davon ausgegangen war, dass unsere Zuschauerschaft sich doch sehr überschneiden wird. Und rein zufällig kommt man dann am Ende aber zu der Lösung, dass man die Grenzen zumacht und die Ausländer raus sind, oder was? Ist Dara auch Mod? Was zu machen? Sollen wir Dara zum Moderator machen?
Oh ja, das, Ein Moderator, andere Moderatoren bannen? Nein. Das nur ist, der ist Streamer. Nur der halbe dann. Chat gebannt, dann ist nicht der ganze Chat gebannt. Ist doch so, Dara bannt doch jeden, der auch nur leiseste Kritik äußert. Also ich wurde in Daras Chat auch schon gebannt. Also, wirklich? Ja, ja, ja. Was hast du Schlimmes gesagt? Was ich Schlimmes gesagt habe, ich habe eigentlich vor 2 Jahren, das war so eine Diskussion über so ein Paper und da gab es halt so ein Spektrum, wo die Varianz, so, keine Ahnung, was da genau aufgetragen wurde, irgendwas, woran man erkannt hat, dass es halt 2 Geschlechter gibt. Also es gab ein Maximum für die Männer, ein anderes Maximum für die Frauen. Ist jetzt schon länger her, deswegen weiß ich nicht mehr ganz genau, was da gemacht wurde. Und ja, da habe ich geschrieben, man sieht 2 Maxima, also 2 Geschlechter. Da wurde ich automatisch gebannt. Also kaum hatte ich das geschrieben, war ich gebannt. Also entweder die haben meinen Namen gesehen und ach, der war doch bestimmt mal bei Proletopia am Talk, weg mit dem. Oder die haben keine Ahnung, was die da gemacht haben. Also ich war ziemlich schnell gebannt da. Daraufhin kann natürlich nur ein Bann folgen. Ich wollte euch gleich noch was zeigen, wenn mein Internet hier mal mitmacht. Nein, mein Internet macht nicht mit. Jetzt wieder. Verbindung verloren, verbinde erneut. Ja, mein Internet macht gerade nicht mit. Wartet kurz. Ja, der Stream läuft, die Aufnahme läuft, es ist alles gut. Es geht weiter. Ich wollte mal bei Dara. Es gibt nur 2 Streamer. Ich wollte mal bei Dara mit meinem Erstkanal einen Kommentar schreiben, ob ich. Und dann. Was wollen wir Dara denn mal für einen netten Kommentar schreiben? Hast du einen Vorschlag? Da können die Zuschauer mal schauen, ob wir, ob ich bei Dara in den Kommentaren freigeschaltet oder gebannt bin. Du kannst ja noch ein bisschen überlegen. Ja, ich überlege. Ich bin sehr gespannt, ob ich da gebannt bin oder nicht. Beziehungsweise nicht mehr reinkommen können. Damit der Plan der Elite durchkreuzt wird. Also, okay, am Ende ist das ja Teile und Herrsche. Ja, da gibt es die Obrigkeit und die macht Teile und Herrsche, damit sich das Volk nicht vereint. Okay, was ist jetzt Proletopias Lösung? Ja, wir schicken halt den einen Teil des Volkes weg und dann eben mit der Hälfte des Volkes gehen wir dann gegen die da oben. Das klingt nach einer Winning Strategy, anstatt sich mit den Menschen zu vereinen, die dort kommen, dafür zu werben. Am Ende des Tages. Es geht nicht darum, wen wegzuschicken. Es geht einfach darum, darum, Migration zu begrenzen. Also die zu uns kommen, die zu regulieren. Nicht Leute, die schon da sind, wegzuschicken, die illegal hier sind. Also das ist schon wieder dieser Strohmann. Auch ihr wollt, deutsche Staatsbürger in ihre Staatsbürgerschaft wegnehmen, was ja in Teilen der AfD, hatten wir ja letztens bei Schlomo gesehen, tatsächlich diskutiert wird, was aber kein Linker fordert würde. Also wer deutscher Staatsbürger ist, ist deutscher Staatsbürger. Wenn aus wirtschaftlichen Gründen hier ist, dann kann man drüber reden. Also sollte der hier nach Deutschland kommen oder nicht? Und wer über das Asylrecht herkommt, das ist nochmal was anderes. Asylrecht ist nämlich ein Grundrecht, was sogar im Grundgesetz steht und was man natürlich auch einhalten muss. Also das sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Und auf diesem Fundament können wir dann darüber diskutieren, wie streng wir Migration begrenzen wollen oder eben nicht. Die Frage ist halt immer so den einfachen Weg gehen, anstatt eben gegen Fremdenfeindlichkeit zu argumentieren, versucht man irgendwie Fremdenfeindlichkeit in ein linkes Narrativ einzubetten, damit man eben nicht sich mit aggressiven Rechtsradikalen da draußen auseinandersetzen muss, sondern die irgendwo mitnimmt. Und dann am Ende fühlt man sich dann wohl, weil man kann ja immer noch so tun, als würde man linke Politik betreiben. Aber in Wirklichkeit gehst du halt eben den einen. Hey, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Wir können da mal darüber sagen, wieso er immer gegen friedensbewegte Linke geht. Oder? Ja. Ja, ja. Oder? Warum diffamierst du friedensbewegte Linke als Verschwörungstheoretiker und Schwurbler? Fehlt ein Du. Ja, oh Gott. Ich mache super viele Flüchtigkeitsfehler, das muss ich wirklich sagen.
hatte gerade einen 3-Stunden-Talk hinter mir, aber passiert mir auch sonst häufiger. Klingt nach einem Fiebertraum. Ja, und wir können gleich mal gucken, ob dieser Kommentar, den ich mit meinem Erstkanal mache, oh Gott, jetzt habe ich Schwurbler. Oh Gott, ich sage ja, ich mache total viele Fehler. Warum diffamierst du friedensbewegte Linke als Schwurbler? Oder du und diffamierst tauschen. Gott, bin ich. Ich sag ja, ich mache total viele Flüchtigkeitsfehler. Ja, der Akitator, der hat auch einen Kommentar bei mir geschrieben, aber das war natürlich wieder Schwurbel, deswegen habe ich den dann gelöscht, weil macht ja keinen Sinn. So, warum friedensbewegte Linke als Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker kommentieren? So, der Kommentar scheint abgeschickt. Steht jedenfalls hier. Schauen wir jetzt mal an, was... Jetzt einen Counter stellen. Ja, kein Counter stellen. Wir stellen auf Neueste zuerst. Der Kommentar ist nicht zu sehen. Oh. Okay. Der muss erst moderiert werden. Gut, kommentieren wir jetzt mal was Harmloses. Und schauen das jetzt mal nach. So. Ja, ich bin auf Daras YouTube-Kanal gebannt. Ich bin auf Daras YouTube-Kanal gebannt. Hier habt oder Dara, das ist die andere Möglichkeit, jeden Kommentar einzeln frei. Halte ich für unwahrscheinlich. Ihr könnt ja mal unter Daras Video gehen und hier nette, sachliche Kommentare abgeben. Ja, sowas aber nicht zum Beispiel mobben. Wie, hör auf mit der antideutschen Hetze gegen Linke. Also solche halt sachlichen Kommentare, die, wie ich sie hier abgebe. Und ja, Dara Kritik für das, was er hier macht, geben. Oder mal ihn auffordern, andere Leute endlich zu entbannen. Also das scheint er ja mit mir gemacht zu haben, wenn hier 2 Kommentare habe ich geschrieben, beide bis jetzt noch nicht durchgekommen. Wir können ja nochmal aktualisieren. Und ich glaube auch nicht, dass YouTube die beide automatisch gelöscht haben wird. YouTube löscht manchmal automatisch Kommentare, aber 2 Kommentare hintereinander, vor allem einen von den beiden völlig harmlos, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ihr könnt ja mal probieren, kritische Kommentare abgeben und dann mal schauen, wie Dara damit umgeht. Beziehungsweise nicht mehr reinkommen können, damit der Plan der Elite durchkreuzt wird. Also, okay, am Ende ist das ja Teile und Herrsche. Ja, da gibt es die Obrigkeit und die macht Teile und Herrsche, damit sich das Volk nicht vereint. Okay, was ist jetzt Proletopias Lösung? Ja, wir schicken halt den einen Teil des Volkes weg und dann eben mit der Hälfte des Volkes gehen wir dann gegen die da oben. Warte. Oh, jetzt habe ich die Kanäle vertauscht. Sorry. Wir hatten ja hier geguckt. Okay. Einfachen Weg, weil schwer ist es natürlich gegen Fremdenfeindlichkeit zu argumentieren und zu diskutieren. Weil da kriegst du natürlich es dann eben mit den Rechten zu tun, die das gar nicht mögen. Ihre ist, dass du sagst, die holen die Geflüchteten hierher und haben sich sozusagen, dass da ist ja dann irgendwie auch so ein, das schwingt ja auch mit, dass die sich irgendwie so abgesprochen haben, dass sie die irgendwie herholen, um unseren Sozialstaat kaputt zu machen. Sozialstaat glaubst du, dass die More Pelleros Society ist eine Verschwörungstheorie. Ich meine, die Reichen würden sich niemals absprechen, um irgendwie den Sozialstaat zu zerstören. Die haben auch kein Interesse, außer schön auszuschauen oder so. Also. Ja, die wollen auch nicht in der beispielsweise europäischen Konkurrenz gegen andere europäische Länder beim Lohnniveau näher konkurrieren. Nein, sowas wollen die nicht. Ich bin reich und das reicht jetzt erstmal für diese Generation. Ob meine Kinder, ob es denen einmal so gut geht wird wie mir, ach, das ist doch nicht so wichtig, ja. Okay. Ja, also ihr merkt, hier wird jeder ökonomische Sachverstand zur Seite geworfen. Natürlich hatten Kapitalisten Interesse daran, immer reicher zu werden, vor allem in Konkurrenz zu anderen Kapitalisten. Also Marx hat ja schon geschrieben, ein Kapitalist schlägt hier 100 tot. Dass sie sich nicht absprechen. Also erstmal ist es ja auch falsch, zu sagen, die Kapitalisten haben ein Interesse, dass der Sozialstaat verschwindet. Es ist natürlich, einige Kapitalisten sehen das so. Das ist doch ganz direkt die Theorie des großen Austauschs. Ich sehe eigentlich nicht einmal, wo da die Einbettung in links stattfindet. Ja, das ist ja das Ding. Er nimmt halt praktisch die Verschwörungstheorien von rechts und gibt dem Ganzen halt irgendwie einen linken Spin. So, die er nimmt die Verschwörungstheorien von rechts und gibt dem Ganzen einen linken Spin. Welche Verschwörungstheorien? Also er hat gerade den großen Austausch genannt. Also, dass die ethnische Zusammensetzung Deutschlands
ganz gezielt hinzu, ich gehe gar nicht zu was geändert werden soll. Also ich finde diese Theorie auch nicht sonderlich Also überzeugend. Also diverse. Ja klar, weil das, was ja die Verschwörung ist, ist ja, weil irgendwer glaubt, dass Menschen mit einer anderen Ethnie oder so, dass die anders wählen würden. Also dass man gezielt ja, aber sozusagen wenn du jetzt die beispielsweise Afghanen Wahlverhältnisse hierher ändern holst, will. wenn du Afghanen hierher holst, dann sind die eher konservativer. Das heißt, die würden wahrscheinlich nicht die Grünen wählen. Durchschnittlich natürlich, aber. Psst. Nein, nein, das sind Ausländer und deswegen sind die links. Ja, das ist Deswegen, das ist also. die Denke von diesen Leuten. Ja, aber auf der anderen Seite von den Rechten, dieser große Austausch, hier wird die ethnische Zusammensetzung verändert. Also, dass man ethnische Konflikte schürt, dass man Gruppen gegeneinander ausspielen will, sehe ich auch so. Aber dass man hier jetzt, ja, also mir wurde das zumindest von keinem Rechten völlig logisch vernünftig hergeleitet, wieso hier bestimmte Leute die ethnische Zusammensetzung Deutschlands verändern wollen und vor allem in welche Richtung sie verändern wollen. Deswegen sehe ich diese Theorie des großen Austauschs auch sehr skeptisch. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon wieder bei diesem Migrationsthema. Das nervt ja. Also darüber können wir reden, wenn wir mal wieder auf Schlomo reagieren oder was weiß ich wen. Also die Rechten hier kennen ja sowieso kein anderes Thema. Manchmal reden sie noch über die Woke-Ideologie, aber meistens geht es nur um Migration, um nichts anderes. Als ob das jetzt das große Überthema wäre, das alles in Deutschland überlagern würde. Also als wenn die, also um mal ein Beispiel zu nennen, die Migranten sind nicht daran schuld, dass letztes Jahr die Reallöhne um 4% eingebrochen sind. Daran ist der Wirtschaftskrieg gegen Russland schuld. Also, das ist meiner Meinung nach das große Thema, was wir gerade haben. Diese ja aggressive westliche Politik gegenüber Russland, gegenüber China, die hier zu einer weiteren Massenverarmung und Deindustrialisierung führen wird, wenn man nicht endlich umkehrt. Ach halt, das ist ja wahrscheinlich auch eine Verschwörungstheorie, wenn ich da richtig zugehört habe. Ja. Sind eigentlich alle Verschwörungstheorien rechts? Das würde mich schon interessieren. Also, denn diese Wokies, die versuchen haben ja zu erklären, dass immer alles rechts ist. Also, da wollte einem gerade erklären, rechte Verschwörungstheorien. Ja, was sind denn rechte Verschwörungstheorien? Okay, großer Austausch von mir aus noch, aber das, was ich gerade erzählt habe, ist auch da ja auch eine Verschwörungstheorie. Obwohl man es ja empirisch beobachten kann. Ich meine, die Deindustrialisierung, die lässt sich ja in den Daten vom Statistischen Bundesamt für die Produktion der energieintensiven Industriezweige ablesen. Das ist ja nichts, was ich mir ausdenke. Aber das ist ja auch eine Verschwörungstheorie wahrscheinlich. Also, ja, sowohl. Zumal, also Verschwörungstheorie ist ja sozusagen, also eine rechte Verschwörungstheorie ist es dann, wenn dieser Narrativ eben den Rechten nutzt. Aber wenn es den Rechten nutzt, dann würde das ja bedeuten, dass sie von Interessen geleitet sind und nicht Idealisten sind. So wie es ein Dara eben eigentlich glaubt. Ja, vor allem diese Wokies, die sagen ja, die Rechten arbeiten gegen uns. Also jede Verschwörung, also jede politische Ansicht, die nicht dem entspricht, was wir predigen, das ist eine Verschwörungstheorie. Also so argumentieren sie ja letztendlich. Also selbst wenn du sagst, ja, bei dieser Transgeschichte, da gibt es schon mächtige Organisationen wie beispielsweise die Human Rights Campaign, die sich dafür einsetzen, die vom Großkapital in den Vereinigten Staaten finanziert werden. Und die putten das, die sorgen dafür, dass das in immer neue Rankings in diese ESG-Scores reinkommt. Also, es ist eine Verschwörungstheorie. Also, das wird doch nicht von irgendwem gepusht. Ja, man hat die Organisation, man hat die Agenda, man hat die Spender, aber es interessiert die Wokies einfach nicht. Also, hier merkst du, dass die Realität für diese Leute wirklich keine Rolle spielt. Kein Pferd im Rennen habe. Natürlich ist es mir nicht egal, wenn die AfD bei euch gewinnt und die ganzen armen Leute bei euch gefickt werden. Natürlich ist mir das nicht egal. Aber der Punkt ist das Argument, du verstehst das Argument nicht. Das Argument ist, dass ich nicht versuche, Sarah Wagenknecht an die Macht zu bringen. Das war das Ja, womit stimmt er nicht bei Sarah Wagenknecht überein? Sag mir das mal. Argument, das Eigentliche. Dass ich als Oh. Beobachter eigentlich eine andere Ist Rolle der habe, Teil, als den er die, die nicht mir versteht? unterstellt wird. Das war mein Punkt. Und nicht, dass es mir egal ist, ob ihr einen Adolf, natürlich ist mir fucking. Sie beiden sind einfach Bad Faith. Was soll man dazu sagen? Sie interpretieren das, was Politopia hier gerade gesagt hat, böswilligst genug, als dass sie, ja, sie gehen darauf natürlich nicht sachlich ein. Ja, es ist immer die Metaebene quasi. Man muss Politopia widersprechen, denn es ist wichtig, dass man ein Zeichen setzt gegen solche Verschwörungstheoretiker. Ja. Sturmhaube wegen des Mindestlohns. Du schreibst es Oh, gerade in Kiel. Stürmhaube! Ja,
Vor Einführung des Mindestlohns war die Tarifbindung wesentlich größer und die ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken. Das ist das Problem. Das Problem ist die sinkende Tarifbindung und der Mindestlohn ist auch nur ein Instrument, um Einfluss auf die Lohnpolitik zu nehmen. Da gibt es noch andere Instrumente. Wie gesagt, das Stärkste wäre halt eine höhere Tarifbindung. Dann könnte man das größtenteils den Gewerkschaften überlassen. Aber solange du eben eine sinkende Tarifbindung, eine schwächere Verhandlungsmacht der Gewerkschaften hast, musst du da anderweitig gegen intervenieren. Entweder indem du die Konjunktur belebst und für Vollbeschäftigung sorgst, also das fände ich am besten, da würden die Löhne auch steigen, oder halt direkt mit so etwas wie einem Mindestlohn. Also dadurch wurde der Mindestlohn überhaupt erst nötig, dass die Gewerkschaften halt immer mehr an Macht verloren haben. Er hat eben buchstäblich gesagt, dass seine Positionen immer gleich geblieben sind. Das hat er buchstäblich eben gesagt. Ich weiß nicht, was seid ihr denn für Fanboys? Die da, also er ist ja praktisch das, also ihr seid ja praktisch für ihn, was er für Sarah Wagenknecht ist. Das ist ja also auch echt traurig. Also, dass ihr dann hier in dem Chat hockt und auf Teufel komm raus irgendwie ein Proletopia verteidigen wollt. Das wirkt auch so, dass man da versucht, anscheinend seine eigene Identität und parasoziale Beziehungen irgendwie aufrechtzuerhalten. Klingt nicht egal, ob ihr einen Adolf habt. What the fuck? Ja, selbstverständlich ist mir das nicht egal. Aber wieso sagst du denn dann sowas, dass dich das einfach interessieren würde? Wo kritisierst du ihn denn, quasi Kuoka? Wo kritisierst du ihn? So, natürlich würde es mich interessieren, weil, wenn die AfD an die Macht bei euch kommt, was sie machen würde. Natürlich würde mich das würde es mich nicht interessieren. Wenn sie den Adolf machen, dann kannst du um dein Leben rennen. Adolf, oh je. Da kannst du doch nicht einfach. Ja, das war natürlich ein bisschen überspitzt dahergesagt vom Proletopia, wie das in einem Livestream nun mal so ist. Aber die Walkies, die haben das natürlich alles fein zusammengeschreibselt, was Proletopia da gesagt hat, diese Aussagen völlig aus dem Kontext gerissen und jetzt versuchen sie das böswilligst möglich ihm an den Kopf zu werfen. So geht man übrigens in Proletopia Debatte. Will Nazi-Herrschaft, ganz einfach. Ja, Tag. Definitiv. Das ist. Ja. Also ihr merkt's, also diese Walkies sind nicht an der normalen Debatte interessiert, sie wollen Proletopia öffentlich fertig machen, sie wollen ihn unmöglich machen. Das ist das Ziel dieser Debatte. Neitern hat das zum Glück nicht sonderlich gut geschafft, aber ja, die haben schon sehr viel Mühe da reingesteckt. Einfach hinstellen und sagen, ja, das finde ich aber interessant, vielleicht machen die ja auch den Adolf. Das rufe ich mir als unbeteiligter Beobachter einfach mal so an. Ich glaube nicht, dass sie den Adolf machen können, zumindest nicht jetzt, weil wird schon schief gehen. Kann er ihnen das nicht erlauben werden. Aber ansonsten, ja, ich habe das einfach nur so gesagt, das war einfach nur so. Ich finde, dass seine Ansichten bezüglich der Machtstrukturen der Welt drüber sind und dass die Eliten uns nicht alle abschlachten wollen und noch viel mehr. Ja, und warum schätzt du ihn dann überhaupt? Das ist buchstäblich der Kern seines gesamten Aktivismus ist. So, warum überhaupt ihn in irgendeiner Form unterstützen dann? Eine Aussage, du verstehst das doch. Ich habe es ja gerade erklärt. Du verstehst doch, was ich gerade gesagt habe. Wieso sagst du eigentlich, dass wieso sagst du, das sind keine Nazis? Jetzt, merkst du, was jetzt passiert? Also man muss ja verstehen, dass dieses Gespräch, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, ja, das mit Gespräch, weil im Grunde genommen Naitan lässt sich dort einfach zum Sprachrohr seiner Bubble machen und wird mit Talking Points gefüttert, die er einfach nur, wie sie es sagen, reproduziert. Also das heißt, er liest einfach diese Talking Points vor. Das meinst du, ja. Ja, und das heißt, die Sachen, die er sagt, sind nicht organisch, weil er gerade mitdenkt. Das ist sozusagen nicht die Person Naitan, die ihre eigenen Ansichten mit denen von Proletopia abgleicht, sondern das ist die Person Naitan, die Aussagen von anderen nimmt und sie Proletopia entgegenschmeißt und dann die ganze Zeit darauf wartet, dass jemand anderes einen gescheiten Satz ihm vorlegt, den er dann geben kann. Das heißt, er macht sich einfach zu einer Puppe sozusagen, zu einer Handpuppe dieser Woke-Bubble. Ja, sie haben eine Ideologie, arbeiten als Kollektiv. Das können die Walkisten tatsächlich ziemlich gut. Das hast du gerade treffend analysiert. Also das kann man nicht anders sagen. Und ja, wie gesagt, wenn sie zusammenarbeiten würden, um sachliche Argumente zu finden, dann wäre das ja auch gar nicht schlimm. Aber sie arbeiten eben zusammen, um Proletopia unmöglich zu machen, um ihm hier in alerter Manier irgendwelche Sachen an den Kopf zu werfen. Also da kann man froh sein, dass die nicht jetzt original irgendwas von Alerta genommen haben. Denn wenn man die Zitate, die der rausgesucht hat, die wirklich völlig aus dem Kontext gerissen sind, wenn man die nimmt, dann könnte man Proletopia wirklich hier als rechtsradikal, hat Alerta ihn ja sogar schon bezeichnet, darstellen.
Also, da gibt es ja noch Abgespacedere. Das war das, was Nathan ihm hier an den Kopf geworfen hat, ja noch harmlos. Aber das, was Dara ihm hier außerhalb eines Gesprächs an den Kopf wirft, das ist, geht ja schon deutlich drüber um Trolletopia. Und Dara hat auch vor, ich glaube, einem Jahr war es mittlerweile ein Gespräch. Und das werden wir uns irgendwann auch noch ansehen. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wenn wir Zeit haben, wenn wir gerade nichts zu tun haben, dann werden wir uns auch noch dieses Trolletopia-Dara-Gespräch noch mal anschauen. Denn das ist wirklich zu köstlich. Du kannst auch wieder dabei sein, wenn du möchtest. So ist es nicht. Wuhu! Also, ganz ehrlich, mit irgendwem zusammen sich daran anzuschauen, ist, glaube ich, ein bisschen besser. Das ist sowieso schon so ermüdend. Geteiltes Leid. Was heißt Leid? Das ist ja schon lustig, was er sagt. Also wir haben uns letztes Mal hier wirklich, wir haben eine anderthalb Stunde auf Dara gegen Bank nicht reagiert. Wir haben uns schon so, es war schon witzig, der Stream. Also so ist es ja nicht, wenn auf diese Walkies reagiert. Das ist ja schon, ist ja so ähnlich, wie er auf Shuyoka reagiert. Wobei man bei Shuyoka... Linke Basisarbeit. Auf Shuyoka reagieren ist linke Basisarbeit, ja. Stimmt, da hatte ich heute mit Ink gar nicht mehr drüber geredet, weil der, wie gesagt, ich hatte ja noch geplant, hier die Reaktion zu machen, da wollte ich nicht zu lange talken, aber ja, wir hatten eigentlich geschaut, ob wir noch ein bisschen über Shuyoka reden, aber das Thema haben wir zum Schluss nur noch gestreift. Denn Imp hat sich da genauso wie Proletopia daraus zurückgezogen und verstehe ich gar nicht, warum. Also, ich meine, auf Dara reagieren ist ja jetzt nicht weniger erniedrigend für Dara, als auf Shuyoka reagieren, aber was soll man sagen, diese Leute sind halt im Internet und sie verbreiten halt Lügen über andere und versuchen sie aus dem Diskurs auszuschließen. Das ignorieren kann man das jetzt auch nicht. Ja. Run-Talk zwischen Agitator und Neitan. Also ich habe letztens mit so einem Wokisten debattiert, der heißt Gregors Politik. Ich wusste gar nicht, dass er ein Wokist war. Ich hatte mir nämlich nur sein Twitter-Profil angesehen. Aber er, mein Bedürfnis, sich mit dieser Bubble zu unterhalten, hält sich sehr, sehr in Grenzen. Aber ich würde, glaube ich, kein Gespräch ablehnen, wenn es mir einer von denen anbieten würde. Wie gesagt, mit Gregors Politik, da hatte ich gar nicht damit gerechnet, dass ich da auf einen Wokisten treffe. Sonst hätte ich mich darauf besser vorbereitet. Ja. Die sind keine Rechtsextremen. Weil ich sie nicht für Nazis und für rechtsextrem halte. Ich halte sie für rassistisch. Ich halte sie für... neoliberal, ich halte sie für fremdenfeindlich, ich halte sie für so NPCs bis zu einem gewissen Grad, aber Nazis sind sie nicht. Und sie sind auch nicht... Also, ich muss mich beim Chat natürlich entschuldigen, wir haben schon Joka nur gestreift, heißt natürlich, wir haben uns an einer antifeministischen Hetzkampagne beteiligt. Ja. Also sie haben da keinen Führerkult, die feiern da auch nicht irgendwie. Das stimmt, wer mit FDP-Lern reden kann, der kann auch mit Wokis reden, da habt ihr natürlich recht. Hitler ab oder so sind keine Neonazis. Wünschen sich auch nicht die gute alte Zeit zurück oder irgendeinen Scheiß, tun sie ja nicht. Sondern die geben sich so viel Mühe, komplette Nazis zu sein, egal ob es jetzt Höcke ist oder seine Freundin der Honigwabe, geben wirklich alles. Damit eigentlich jeder sie Neonazis nennen kann und Erwin stellt, nee, das gönne ich euch nicht. Das gönne ich euch. Das ist so falsch. Ja, irgendwie so ein Problem. Okay. Na, weil die Sache ist ja, ich weiß, dass Erwin wirklich viele, viele Stunden mit dem Hören von eben Honigwabe, Kasperkast und so weiter verbracht hat. Das heißt, also er hat sozusagen den Feind oder also einfach diese Bubble sehr, sehr intensiv studiert, mal so auszudrücken, sich eben damit vertraut zu machen, was diese Leute, also was deren Talking Points sind und worüber die sich einfach unterhalten und wie sie denken. Und im Gegensatz dazu eben ein Ara, hört sich niemals die Honigwabe an. Der weiß, dass die existieren. Der hat vielleicht mal ein YouTube-Video von denen geschaut, aber der schlussfolgert einfach aus der Außenwahrnehmung beziehungsweise der Tatsache, dass Belltower News da Artikel drüber gemacht hat, daraus leitet er einfach alles ab und erkennt da nur einen Schluss und der ist Nazi. Ja, und das ist halt komplett verkürzt. Also da das macht er sich wieder die Welt ganz einfach. Also Belltower News scheint auch eine der besten Quellen für diese Leute zu sein. Also die schaffen es ja wirklich, jeden irgendwie zu verleumden. Also die Nachdenkseiten werden von denen in die Nähe von Antisemitismus gedrückt. Das ist wirklich kein Scherz. Nimm mal die Nachdenkseiten Belltower News von einer beliebigen Suchmaschine ein. Ihr werdet da einen Artikel finden,
Also den hatte ich auch letztens schon mal gezeigt, als es als Shuyoka, die Amadeo-Antonio-Stiftung, sich die Amadeo-Antonio-Stiftung mit Shuyoka solidarisiert hatte. Da hatte ich euch mal gezeigt, was die Amadeo-Antonio-Stiftung sonst so über, ich sag mal so, unsere Bubble, unser Lager schreibt. Und ja, das, die verhalten sich, sage ich mal so, nicht wie jemand, der uns freundlich gesinnt ist. Problem mit dem, wie gerade die Dinge bei Ihnen laufen und Sie hätten gerne einen Kurswechsel. Und dabei sind Sie sehr naiv, weil Sie da Faschisten und anderen Leuten irgendwie vertrauen, dass Sie schon nicht so schlimm sein werden. Ja? Du sagst, an die gerichtet in deiner Reaction, ihr macht Stimmung gegen Leute wie Serdar Somuncu und das führt dazu, dass sie sich irgendwann hier nicht mehr sicher fühlen werden, beziehungsweise nicht mehr sicher sein werden. Das erzeugt eine Stimmung der Pogrome. Wo Ja. ist das, also. Wer hat noch mal Pogrome begangen in Deutschland? Nur so, wie nannte man die noch mal? Wie, in welchem Universum ist das nicht rechtsextrem, was du denen vorwirfst? Nein, das könnte harten Rechtsextremismus zur Folge haben, aber ich Ist und wirklich wichtig, dass alle Punkte einer engeren technischen Definition von Nazi erfüllt sein müssen, um einen Nazi zu nennen? Nein. Nazi ist jemand, also das Nazi ist einfach jeder, der uns Achtung. Wokisten widerspricht. Ja, jetzt kommt's ja. Jetzt kommt, glaube ich, jetzt Dara ordnet ein. Was ist ein Nazi? Bin Darauf gespannt. war ich jetzt auch gespannt, deswegen habe ich jetzt schon mal geraten, was für eine Definition überspitzt gesagt wirklich kommen wird. Was sagst du, was sagt er? Jemand, der gegen Ausländer ist und also grenzendicht auf jeden Fall, das wird sein Ding sein und wahrscheinlich ein bisschen also rassistisch ist, also der Ausländer draußen haben will, weil er in ihn etwas Minderwertiges sieht. Und ich glaube, das war's schon. Also sozusagen, ja, vielleicht auch noch ein bisschen Antisemitismus, das muss auch immer dabei sein, aber Antisemitismus ist ja sehr einfach, also diesen Vorwurf zu erzeugen. Ich Es glaube, gibt viel mehr wissen die gar nicht. Hören wir uns mal an, was Dara da jetzt sozusagen. Müssen, um einen Nazi zu nennen? Nein. Nazi ist jemand, also es gibt sozusagen drei Punkte, die dich zum Nazi machen, sozusagen Hauptpunkte. Also einmal, dass du eine komplett hierarchische Gesellschaft anstrebst, nach die unter einem Führer organisiert würden, nach einem Führerprinzip. Dann, dass du eine angebliche alte natürliche Ordnung wiederherstellen möchtest. Und dann, dass du die große böse Verschwörung bekämpfen und besiegen möchtest, die angeblich diese natürliche Ordnung stören. So, das kannst du halt eigentlich als so die besten Was? Punkte nehmen, die Lass uns noch an mal. einem Führerprinzip, dann, dass du eine angebliche alte natürliche Ordnung wiederherstellen möchtest und dann, dass du die nehmen, um einen Das Nazi mit der zu definieren. Verschwörung, ja. So überlegen wir mal. Also bevor wir uns jetzt darüber lustig machen. Ja, das mit dem Führerprinzip, das stimmt. Das mit dieser Palingenese, wir berufen uns auf eine alte natürliche Ordnung, ist sehr unscharf. Ja, aber was es gibt auch noch zig andere Konservative, die sagen würden, wir berufen uns auf eine alte natürliche Ordnung. Und die große Verschwörung, ja, die Nazis haben immer von der kommunistischen oder jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung geredet, das stimmt. Aber ist jetzt jeder, der an eine Verschwörung glaubt, ein Nazi? Ja. Yes. Vor Das allen glaubst du? Dingen, also die Libertären, also diejenigen, die so vor allen Dingen den wirtschaftlichen Teil bei der AfD zum Beispiel so toll finden, die sind ja nicht unbedingt an einer krassen Hierarchie und oder einem Führerprinzip interessiert, Es sind ja auch keine der Nazis. eben. Also die würden unter die Definition beispielsweise nicht fallen. Lustig ist, Karl bezeichnet Libertäre nämlich als Faschos. Ach so. Ja. Dich mal Was sind in Bedeutungen? Mein Gott. einer. Bestimmt, Karl sagt ja auch, das ist kein Nazi, das ist ein Nationalsozialist. Das Ja, nennt man gemerkt, differenzieren. abgesehen von Führerdiktatur, was Dara ja gerade aufgezählt hat, ist diese Definition völlig unbrauchbar. Weil Dara würde sie auch in der Realität nie so anwenden. Beziehungsweise sie ist ja schwierig anzuwenden, da sie halt so unscharf ist. Und die gibt ihm nur die Möglichkeit, jeden als Nazi zu diffamieren, den er nicht mag. Also so sind alle seine Definitionen, die er nennt. Also ja, auf Basis dessen kann er ja auch andere Leute Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker oder sonst was nennen, ohne dass sie jemals irgendetwas in diese Richtung behauptet haben.
funktionieren. Und ne, das findet zum Beispiel eben bei der AfD statt. Ne, auf der einen Seite, die haben halt Höcke, der definitiv versuchen wird, irgendwie Führer zu werden. Eindeutig hat er Adolf Hitler als sein großes Vorbild gewählt. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, dass die parlamentarische Demokratie auf lange Sicht abgeschafft gehört. Dann gibt es da eben, ne, das zieht sich durch die gesamte AfD, die Naturvergleiche, diese Idee, dass Homosexualität wieder natürlich ist, dass Transmenschen wieder natürlich sind, dass die Deutschen irgendwie von Natur aus besser sind, dass es einen afrikanischen Ausbreitungstyp und so weiter gibt. Und natürlich dann auch, also das kann man ewig weiter so spinnen, und dann gibt es halt eben den dritten Punkt, da gibt es die großen bösen Globalisten im Hintergrund, irgendeine Elite, die versuchen würde, die schuld ist an den ganzen Problemen. Und damit hast du eben diese Punkte des Faschismus oder Nationalsozialismus eben erfüllt. Genauso natürlich mit so Leuten, die Leute da aus der Honigwabe oder was weiß ich was. Also, und das Ding ist halt, ne, so stellen wir uns mal vor, ein Proletopia wäre halt durch und durch wirklich linksradikal, ja, und würde trotzdem in die Debatten gehen mit so Honigwaben-Leuten und würde dann eben nicht irgendwie ab einem bestimmten Punkt einfach, wenn er mal eine Diskussion... Ich wollte eigentlich mir eine andere Quelle als Wikipedia raussuchen, aber nun dann... dann nehmen wir jetzt Wikipedia. Was schreibt Wikipedia zu Globalismus? Der Begriff Globalismus entstammt den Theorien der internationalen Beziehungen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Staaten durch die erfolgende Globalisierung als internationale Akteure massiv an Bedeutung verlieren und neue transnationale Akteure auftauchen, sodass sich ein weltweites Ebenensystem herausbildet, in dem Probleme durch Kooperation zwischen sämtlichen Akteuren mittels Weltinnenpolitik oder Global Governance gelöst werden müssen und können. Der Begriff ist der Großtheorie des Liberalismus zuzuordnen und wurde entwickelt, um im Zuge der Globalismus-Realismus-Kontroverse die staatszentrierten Grundvorstellungen des Realismus und Neorealismus zu kritisieren. Ja, hier gibt es noch einen berühmten Soziologen, von dem ich mir eigentlich was raussuchen wollte, Ulrich Beck, aber hier auf Wikipedia ist das ja relativ neutral aufgeführt. Für Ulrich Beck ist Globalismus eine politische Vorstellung, die davon ausgeht, dass politisches Handeln nur noch als nachvollziehende Anpassung an die Gesetze des Weltmarkts möglich sei. Diese Prämisse liegt einem politischen Diskurs zugrunde, woran es nur noch darauf ankomme, dass ein Unternehmen sowie eine Volkswirtschaft wettbewerbsfähig werde und sich dazu unabweisbaren Strukturreformen unterziehen müsse. Ja. Und das ist mehr oder weniger Globalismus. Globalismus ist überhaupt nichts Schlimmes, keine Verschwörungstheorie, sondern ist nur ein soziologischer Begriff, der schon seit längerem verwendet wird, ganz prominent hier von Ulrich Beck. Also wer da irgendwie sich was herbeischwurbelt, der hat schlicht und ergreifend keine Ahnung von gar nichts. Na, wenn du den letzten Absatz, den letzten Satz nimmst, von dem einen Absatz, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da steht, wenn du jetzt hoch scrollst, nach hoch, so, noch weiter, so, genau, und jetzt der letzte Absatz. Da ist die Verwendung in diesem Sinne. Ja, das ist der antifaschistische Take auf Wikipedia. Ja, absolut. Wir haben hier ganz viele Soziologen, die den Begriff schon verwendet haben, aber eigentlich. Haben alle, die diesen Begriff verwenden, was gegen Juden. Ja, bestimmt. Also Ulrich Beck, der war bestimmt auch ein ganz, ganz schlimmer, was weiß ich, also ist doch hirnverbrannt. Also ich sag ja, bei Wikipedia, da gibt's Antideutsche, da gibt's skeptische Netzwerke, die da kontrollieren, was dort geschrieben werden kann und was nicht. Dazu gibt's zwei gute Dokumentationen, Zensur, die Manipulation der Wikipedia und die dunkle Seite der Wikipedia. Schaut euch die gerne an, da wird das nochmal erklärt, aber... Den Absatz hatte ich überlesen tatsächlich, aber okay, das ist dann dieser... Deswegen wollte ich Wikipedia nicht nehmen, weil klar war, dass da wieder sowas kommt. Denn der Rest des Artikels, der ist ja relativ neutral gehalten. Der beschreibt ja einfach nur, wie der Begriff hier Globalismus-Realismus-Kontroverse. Also, ja. Ansonsten wäre ja jeder Philosoph, der von Weltinnenpolitik oder Global Governance spricht, keine Ahnung, Yuval Noah Harari oder Jürgen Habermas, dann müsste man denen ja vorwerfen, dass die Antisemiten wären. Also, keine Ahnung, gibt vielleicht Antideutsche, die genau das machen. Ja. Gibt vielleicht Antideutsche, die genauso argumentieren, aber das ist doch einfach nur Hirnverbrannt. Das hat doch nichts mit der Realität zu tun. Also, man hat bei diesen Leuten das Gefühl, sie wollen jedem einfach nur irgendwas unterstellen, was sie nie gesagt haben. Also, egal,
Ja, egal was man letztendlich sagt, solange man ihren Positionen widerspricht. mit seinem Chat geführt hat, dann eine Umfrage gemacht hat, wie viele Leute wollen ja eigentlich Ausländer rausschmeißen, und die Mehrheit seines Chats gesagt hat, ja, Ausländer sollen raus, oder ne, so, wir wollen keine neuen Ausländer mehr reinlassen, und dann plötzlich seine Haltung ändert, wenn es darum geht, wenn es um Migration geht, sondern standhaft bei linken Werten bleibt und dann trotzdem gegen Neonazis argumentiert und mit denen diskutiert, dann wäre das für mich alles nicht so die Welt. Ja, so, ich würde dann sagen, ja, ist eine Strategie, die er fährt, er versucht halt irgendwo auch in der Aufmerksamkeitsökonomie rein. Und überraschend genau das hat Erwin gemacht. Oder er hat nicht mal mit Neonazis debattiert, sondern einfach mit normalen nationalkonservativen Leuten. Aber genau das hat Erwin gemacht. Er hat mit den Leuten schlicht und ergreifend geredet. Und das ist schon sein Verbrechen. Und jetzt tut da so, als dürfte man das weiterhin, aber man darf das halt machen, wenn man alle, ja, Teile der Woken-Ideologie noch verfolgt. Wenn man beispielsweise sagt, ich bin für Frieden, dann ist man raus. Wenn man sagt, ah, Migration, habe ich jetzt kein klares Konzept, aber sollte man nicht darüber reden, die Zahlen ein bisschen zu begrenzen, dann bist du raus. Wenn du sagst, ja, ich sehe das Selbstbestimmungsgesetz oder ich sehe die Grünen kritisch, dann bist du raus. Also so funktioniert diese Woke-Ideologie. Freund oder Feind? Reichweite zu generieren, er versucht dort einen Platz einzunehmen. Und am Ende des Tages. Ich glaube, ihr vom Brotfunk, habt ihr euch da jemals so klar positioniert gegen die Wokies? Ich glaube nie, oder? Naja, wir haben in der. Welche? Ich glaube, die 47. Folge über Kontaktschuld, also die Folge namens Pfui. Da haben wir das erste Mal gegen die Lilies sozusagen geschossen, beziehungsweise haben wir gesagt, okay, also dieses Ding mit Moral und so, das lehnen wir ab. Also das heißt, das war eigentlich schon sehr deutlich. Und dann in der Folge mit Crack Egg, also highly belustigend, da haben wir uns ja eigentlich Stimmt, dann okay, da. sehr stark über diese Leute dann auch lustig gemacht. Denn das mit der Kontaktschuld, da, das ist ja nur eine Kritik an der Methode. Das ist ja gar nicht mal eine Kritik an dieser Ideologie, die dahinter steht. Oder vielleicht auf philosophischer Ebene eine Kritik an der Ideologie, aber nicht ganz konkret auf irgendein Thema bezogen, sondern einfach gesagt, okay, wir sollten jetzt vielleicht Leute nicht canceln, wenn die Vorwürfe gegen sie nicht klar belegt sind. Also das ist für diese Walkies natürlich schon ein Angriff, da hast du recht. Aber ich glaube, bei euch, worauf ich gerade hinaus will, reicht es schon, dass ihr mit Proletopia irgendwie zusammenhängt. Also das reicht wahrscheinlich völlig aus, um euch zu Natürlich. canceln. Also ihr hättet Ja, wahrscheinlich gar also nichts machen müssen. ich habe schon ein Interview verloren, dadurch, dass dann irgendwann rauskam. Ja, also als ich erwähnte, dass wir zu Politopia gehören, hat dann einfach der Interviewpartner uns geghostet. Ja. Tja, Ich nehme an, das du müssen wir mal willst nicht machen. sagen, wer das genau war, aber du kannst ja mal sagen, aus welcher politischen Richtung der ungefähr kam. Es war ein demokratischer Betrieb, den ich sogar finanziell unterstützt hatte. Und ja, gut, die Interviewanfrage kam halt zu einer Zeit, als die Menschen sich zum Ukraine-Konflikt positioniert haben. Und ich nehme an, dass einfach die Haltung zu diesem Konflikt ausschlaggebend war. Ja, Ja, wir okay, also hatten die falsche Haltung. ja. Kann das gut sein? Stimmt, gerade hat es einer im Talk geschrieben. Dara hat, wenn ihr das, zeig euch das mal, ich zeig euch das mal. Das ist so geil. Also diese Wokisten, die wollen anderen vorschreiben, mit wem sie zu reden haben, wie sie mit ihnen zu reden haben, aber selbst reden sie natürlich mit anderen Leuten, wenn sie es für sich als vorteilig erachten. Also hier redet Dara mit Boris von Morgenstern. Wie gesagt, es wird eine furchtbare Debatte gewesen sein. Ich habe sie mir noch nicht angesehen. Ich meine, davon kann man bei Dara ja standardmäßig ausgehen. Aber ja, ihr merkt, diese Wokisten halten sich nicht mal an ihre eigenen irgendwie gesetzten Regeln. Also wenn die es als vorteilig für sich ansehen, mit irgendwem zu reden, dann tun sie das auch. Also Wenn es ihren ja. Interessen dient. Ja, dieser Idealismus von diesen Wokies, der ist nur vorgeschoben. Die haben in Wirklichkeit kein höheres Ideal. Denen geht es auch nur um Macht, um Einfluss und ja, wenn Sie es als vorteilig sehen, mit Rechten zu reden, dann tun Sie das auch, ohne dass Sie selbst gecancelt werden. Also ihr seht ja, dass Sarah nicht gecancelt wird von seiner eigenen Bubble. Muss das vielleicht nicht so gut sein? So, diese Strategie gibt es. Ne? Es gibt so Leute in den USA oder im englischsprachigen Raum, die mit Nazis im Internet debattieren. Da gibt es dann sogar Debatten über den Holocaust und so weiter. Aber diese Leute, die geben da nicht nach. Die sind da nicht irgendwo, ja, weil wir ja die Leute nicht überzeugen können, müssen wir halt ein bisschen ausländerfeindlich sein. Mindestens, damit wir noch irgendwie Wahlen gewinnen, sondern die bleiben standhaft dabei, dass ja, dass Ausländerfeindlichkeit
falsch ist noch dieses Narrativ von der Migrations, von einem Migrationsproblem. Unterstelle Ihnen, dass Sie das absichtlich nicht wollen. Ich glaube, Sie gut genug zu kennen, um zu sagen, das ist nicht, was Sie sich wünschen, sondern das ist etwas, was aus Ihrer Naivität entstehen wird, wenn Sie nicht aufpassen. Ja. Du sagst, die fordern einen ARIA-Nachweis. Im Endeffekt ja, und dass Ihnen das aber nicht klar ist. Ist das? So, Marco, ich müsste dann nochmal auf Toilette. Okay. Soll ich so lange weiterlaufen lassen? Allein, ne? Okay. Oder du gehst auf den Chat ein. Ja, dann geh mal die paar Minuten auf den Chat ein. Du hast ihn doch gerade vor dir liegen, oder? Ich werde ihn mir jetzt aufrufen. Ja, oder ich kann auch weiterlaufen lassen. So. Oh, ich bin Mod? Ja. Ist ja lustig. Okay, also wer mich nicht feiert, wird gebannt, ja? Wer mir widerspricht, kriegt ein Timeout. Also was? Ja, ich hoffe, ihr genießt diesen Fiebertraum von Reaction. Moment, Sturmhaube ist tatsächlich Mod? Oi. Querfront achieved. Oje, oje. Das ist ja, zum Glück hat der Agitator kein Problem mit Kontaktschuld. Ja, genau. Soll ich jetzt mal Eigenwerbung machen? Aber eigentlich kennt jeder eh den Kanal. So. Jeder kennt Brotfunk, ja. Aber natürlich, der Agitator ist ja nochmal eine Nummer größer als der Brotfunk, ja. Aber wenn der Agitator dann brav studiert oder schläft, ist dann die Zeit des Brotfunk gekommen. Dann wird dann einfach das Zepter weitergereicht. So, reagieren wir weiter. Bist ja? du so lange auf den Chat eingegangen? Ach, ihr, du hast Brotfunk geteilt. Das ist sehr gut. Ich hatte euch vorhin auch schon mal geshoutoutet, wenn das funktioniert haben sollte. Ich habe es jetzt gerade nicht die Bestätigung gesehen, aber ja, die Leute können ja dein Video anklicken. Du hast Sturmhaube zum Moderator gemacht. Das ist eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Ja, ja, ich hatte Sturmhaube 1, also ich bin der Meinung, der hieß früher nur Sturmhaube, deswegen vermute ich mal, dass irgendwer Sturmhaube 1, also den normalen Sturmhaube, gebannt hat. Oder ich vertue mich gerade beim Namen. Ja, deswegen habe ich Sturmhaube 2 zum Moderator gemacht, damit er hier nicht weg ist. Ich meine, der chattet hier ganz schön häufig. Naja, ja, wenn jemand Quatsch schreibt, dann kann man ihn ja dem Mod auch wieder entziehen. Also das ist ja, aber Sturmhaube war eigentlich meistens hier sachlich, der hatte nur halt ja andere Nachrichten, andere Ansichten als andere Leute, so wie ich das hier gesehen habe. So, Okay. Was hat das damit zu tun? Also, wie kannst du sagen, das ist der Rassismus, den ich meine? Das habe ich mitbekommen. Gibt es dazu noch einen Clip? Ja, also, das ist halt lange her. Ne? Das ist halt bestimmt jetzt auch schon ein Jahr her. Also, er hat halt irgendwann mal Diskussionen geführt, Diskussionen moderiert zwischen Community-Mitgliedern. Also, er hatte dann einzelne Personen in seiner Community, die er dann in seinem Stream miteinander diskutieren lassen hat. Und das war ich. Und dann gab es eine Diskussion über Migration. Der eine war pro Migration und offene Grenzen sozusagen, der andere war gegen. Und hast du gewonnen? Laut dem Chat nicht. Also der Chat hat mir ein sehr schlechtes... also die erste Debatte, die war über, ob Rechte kognitiv benachteiligt sind. Die habe ich gewonnen, laut Chat. Die zweite dann... Was hast du denn da gesagt? Es gibt eine Studie,
über die Haltung von Menschen. Und da ist halt so, dass, also jetzt ganz verkürzt ausgedrückt, ist es halt so, dass wenn du eben dir die Welt mit sehr einfachen Mustern erklärst, ja, das heißt also, du nimmst einfach deine Vorurteile, die einfach menscheninhärent sind, und leitest dir daher sozusagen deine Haltung her, das heißt also auch so was wie Fremdenfeindlichkeit etc. oder auch das Ablehnen von, weiß ich nicht, eben Homosexuellen und so weiter, dann kommst du halt einfach rechts raus. Also das heißt, wenn du so auf dein Bauchgefühl hörst bei den meisten Dingen und einfach ja das als Grundlage nimmst für die Bewertung der Welt, dann kommst du halt eher, dann bist du eher rechts. Ja, aber trotzdem halte ich von solchen Pauschalisierungen nicht viel, dass man dann sagt, die einen sind kognitiv benachteiligt und die anderen nicht. Also selbst wenn du da statistische Durchschnittswerte ermitteln kannst, da weißt du ja auch nicht, wer ist jetzt rechts und wer ist links. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Also allein, weil du rechts oder links jetzt schon nicht klar abstecken kannst. Also jemand, der jetzt sagt, ich bin für eine strikte Begrenzung der Migration, ich lehne diesen ganzen Gender-Quatsch ab, ich fühle mich verbunden mit meinem Vaterland, ich bin auch dagegen, dass hier irgendwelche internationalen Organisationen, irgendwelche NGOs, die sich für Bürgerrechte, also das sagen sie von sich selbst, in Wahrheit setzen die sich für eine transatlantische Agenda ein, die sich für sowas einsetzen, dass die Gelder erhalten. Ich bin auch nicht dafür, dass sowas wie die Amadeo-Antonio-Stiftung Gelder erhält. Ich will, dass der Staat sich aus meinem Privatleben raushält. Und ich bin für Umverteilung und gegen Krieg. Also da hättest du einen durchschnittlichen SPDler aus den 70er Jahren wahrscheinlich. Oder aus heutiger Sicht einen ganz schlimmen rechtspopulistischen oder rechtsextremen aus Sicht der heutigen Walkies. Also wie ordnest du das ein? Da muss man dann denjenigen fragen, sozusagen, ob er das hierarchisch anordnet. Also ob er sagen würde zum Beispiel, also wenn man jetzt sagt, ich mag zum Beispiel mein Vaterland, ja, dann, das ist ja okay, außer man sagt, okay, mein Vaterland steht halt über anderen Ländern und ich sehe es auch als gerechtfertigt an, dass jetzt mein Vaterland über anderen steht, oder dass man sozusagen, wenn es jetzt um Verteilung geht, dass man dann meinem Vaterland mehr zukommen lässt, weil es halt mein Vaterland ist, weil ich, weiß nicht, das Volk oder was auch immer, als höherwertig ansehe als andere. Ja, dabei also, geht schon wieder das Problem, wenn du einfach nur sagst, eine Regierung sollte Politik für ihr Land machen, dann ist das ja noch, dann wird das ja aus von Walker Seite mal als Nationalismus geframed, aber es ist eigentlich das Normalste von der Welt, denn die Politik kann entweder Politik für die Mehrheit im Land machen, für eine Minderheit im Land, oder Politik für eine ausländische Macht machen, dann hat man es halt mit einem Satellitenstaat, mit einem Marionettenstaat zu tun. Und natürlich, ja, diese drei Möglichkeiten gibt es. Und da bin ich halt dafür, wenn die Politik für die Mehrheit macht. Wenn die Politik nämlich sagt, machen das für irgendwelche hehren Werte, wir wollen irgendein abstraktes Prinzip verwirklichen, wir setzen uns für die gesamte Menschheit ein. Also da gibt es ja von Carl Schmitt den schönen Satz, wer Menschheit sagt, will betrügen. Also damit hat er nun mal völlig recht. Also es gibt keine Politik, die sich für die Interessen der ganzen Menschheit einsetzt, auch wenn die Walkies sich dieses Hirngespinst immer wieder herbeifantasieren. Also das ist ja einfach nicht die Realität. Ja, das schon, aber es kommt halt darauf an, was man bereit ist oder beziehungsweise wohin man gehen würde. Also, weil theoretisch, wenn ich das jetzt weiter stricke und sage wirklich, wir machen Politik für unser Land, das würde ja zum Beispiel heißen, in einem Land, zum Beispiel Japan hat bekanntermaßen sehr wenig Ressourcen. Das würde bedeuten, dass Japan eigentlich eine sehr kolonialistische Politik fahren müsste, beziehungsweise seine Nachbarländer mehr oder weniger, also so wie im imperialen Japan zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Und das ist ja etwas, was wir, glaube ich, alle lehnen. Also was wir sagen, nein. Also wenn, dann sollte es über Handel an die Ressourcen kommen und nicht eben. Aber wenn man sagt, hey, das Primat japanischer Interessen und wir Japaner machen Politik für uns, dann wäre es ja gerechtfertigt, dass sie einfach mal Südostasien unter ihre Fuchtel bringen. Japan ist aus heutiger Sicht ein ziemlich abwegiges Beispiel, weil Japan das ja mal versucht hat und dann einen Weltkrieg verloren hat, ähnlich wie Deutschland, ähnlich wie Italien. Aber näherliegendes Beispiel wäre, glaube ich, Frankreich. Also Frankreich hat ja immer noch, zumindest in ökonomischer Hinsicht,
man noch Teile seines alten Kolonialreichs durch den CFA-Fonds an sich gebunden. Also Frankreich ist der absolut dominante Handelspartner von fast allen dieser Länder. Also ich hatte mir vor einiger Zeit mal den Niger angeguckt, weil es da ja auch einen Putsch gab und dann diese ganzen, die Frage, ob die ECOWAS dann da interveniert auf westlichen Druck hin. Und ja, französische Kapital ist in diesem Land völlig, also absolut dominant. Also es gibt dann niemand, der Frankreich irgendeine Konkurrenz machen würde. Und da könnte man jetzt sagen, okay, jede französische Regierung, die für diese ja Kolonialpolitik ist, die Kriege, die Putsche in diesen Ländern unterstützt, die diese Länder weiter an Frankreich binden will, die ist halt rechts. So würdest du das dann in diesem Punkt sagen? Also wenn sie die Interessen der, also wenn es zum Nachteil der lokalen Bevölkerung ist, dann schon, weil dann habe ich ja eben eine Hierarchie. Also dann sage ich, okay, der Franzose steht über dem, ja, zum Beispiel Afrikaner in dem Fall. Das heißt also, dem Franzosen soll mehr zukommen als dem Afrikaner. Und das ist quasi die Rechtfertigung ist halt, naja, weil der Franzose mehr wert ist. Ja. Nein, die Rechtfertigung ist nicht, weil der mehr wert ist. Du brauchst es gar nicht so philosophisch rechtfertigen. Die Rechtfertigung ist, die haben die Ressourcen, wir wollen billig daran kommen. Punkt. Die Rechtfertigung, wir profitieren davon. Nicht. Und es ist egal, welche philosophische Begründung wir dafür haben. Wir haben die Gewaltmittel, um das durchzusetzen. Und so funktioniert Welthandel. Also nach der Argumentation wäre die derzeitige, ja, wie gesagt, Frankreich mit dem CFA-Fonds ist jetzt ein extremeres Beispiel, aber ja, nach der Argumentation wäre das gesamte Welthandelssystem rechts und alle Politiker, die das unterstützen, wären rechts. Also 90% der politischen Parteien in diesem, also jetzt exklusive der Linken und BSW vielleicht, wären dann rechts. So kann man auch argumentieren, kann man sicherlich argumentieren, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Aber ja, wenn du rechts so definierst, dann kannst du damit auch keine Studie mehr machen und überprüfen, wer ist jetzt links, wer ist rechts. Ich nehme mal an, dass viele Wähler, die Grünen wählen, sich selbst als links bezeichnen werden. Obwohl die Politik der Grünen ja alles andere als links ist, zumindest wenn man so argumentiert, wie du das gerade machst. Ja, aber das ist ja dann Self-ID. Also, wenn sich Grünwähler als links bezeichnen, ja, okay. Identifiziere dich halt als links. Ja, aber dann kannst du ja keine Studie machen. Ende raus. Also, wenn 90% der politischen Parteien, nach dem, was du gerade gesagt hast, rechts sind, also wie willst du denn dann noch eine vernünftige Studie über rechts und links machen, wenn fast alles rechts ist? Was, wie gesagt, was man sicherlich argumentieren kann, wenn man das so definiert wie du. Wenn man diesen ganzen Neulinken-Quatsch, also diesen Gender-Wahn, dieses, wir müssen jetzt die ganze Welt hierher holen und diese ganzen neuen Punkte, dieser Wokismus, wenn man das alles mal rausnimmt, wenn man nur aufs Ökonomische geht, ja, dann hatten wir einen extremen Rechtsruck in den letzten Jahrzehnten und dieser Rechtsruck wird nun mal getragen von fast dem gesamten politischen Spektrum. Mhm. Oder würdest du mir da widersprechen? Das mit dem Rechtsruck sehe ich eigentlich auch so, weil eben auch das Wirtschaftliche ja auch. Also ich sehe es ja halt nicht immer so krass moralisch wie die Wokies. Ja? Also das heißt nicht immer die Moral. Ja, aber dass es einen Rechtsruck gab, sehe ich schon, ja. Also eben, weil ist es nicht so, dass jetzt die CDU mit Merkel irgendwie die linkeste CDU aller Zeiten war oder so. Ja. Auch wenn sie damals eben das mit den Flüchtlingen so links in Anführungszeichen durchgeführt hat. Herr Sturmhauber hat das gerade im Chat auch nochmal angemerkt. Also logischerweise sind Menschen, die einem näher stehen, subjektiv natürlich für einen erstmal mehr wert. Was jetzt keinen Einfluss auf so allgemeine Prinzipien hat, also sondern was als erstmal eine subjektive Wertung ist. Also natürlich, deine eigene Familie für dich ist erstmal mehr wert als andere Menschen, aber jetzt nicht in so einem Sinne, dass diese anderen Menschen dann einen geringeren Wert zu leben hätten, sondern erstmal, dass du dich um deine Familie beispielsweise mehr kümmerst. Deine Dorfgemeinschaft ist für dich jetzt erstmal wichtiger, beziehungsweise man könnte auch jetzt diese harte Formulierung nehmen, mehr wert als irgendeine Dorfgemeinschaft in 300 Kilometern Entfernung. Und so ist es dann auch auf der großen Ebene mit der Nation. Also so kannst du argumentieren, weil du halt, wenn du zu einer Gruppe selber angehörst, vom ökonomischen ja Vorankommen dieser Gruppe auch selbst mit profitierst und vom ökonomischen Vorankommen einer anderen Gruppe eben nicht. Also das ist einfach, ja. Ja. Migration. Jo. Und dann diskutieren die da und der eine, der gegen Migration war, hatte definitiv die schlechteren Argumente. Und dann hat er am Ende eine Abstimmung gemacht, wer denn gewonnen hat. Und dann hatte dann mit 60% oder was, hatte dann damals... Habe ich also doch gewonnen.
Nee, du hast doch, da hat doch gerade gesagt, du hast verloren. Nein. Nein, er hat gesagt, der die gegen Migration war, hatte die schlechteren Argumente. Ich meine gerade, dass Daram ja jetzt doch noch den Sieg zu erkannt hat. Aber da, sein da Punkt war ist noch jetzt nicht ein so lange auf diesem abgedriften Pfad. Da hat dann derjenige, der gegen Migration war, gewonnen. Ah, du hast doch verloren. Ja, weil der Chat hat. Ja, das liegt an Polytopias eindeutig viel zu rechten Chat. Ja. Ja, das ist. Eindeutig, Proletopia hat sich da eine rechte Community aufgebaut. Also genauso wie Holger Kreimeyer von Massengeschmack.tv oder Sinans Woche. Die haben sich alle eine rechte Community aufgebaut. Jeder, der dem Wokismus auch nur einmal widerspricht, der ist rechts. Das ist daraus die Definition von rechts wahrscheinlich, wenn man ihn fragen würde. Ja. Alles andere ist eine Frage. Ein paar Wochen später hat er. Ja. Dann auch angefangen mit, ich. Ich bin jetzt auch gegen Migration, weil das ist vernünftige linke Politik. Wenn die einen Aria-Nachweis fordern. Weil zu rechtsextrem Gewaltanwendung gehört. Und sie wenden keine Gewalt an. Du sagst. Also sorry, mich würde echt mal interessieren, was ist Daras Position? Also man muss sich gegen diese Walkies immer nur verteidigen. Aber ich würde die mal so gerne fragen, was ist eure Position dazu? Sollte man jedem, der hier 6 Monate in Deutschland lebt, gleich die Staatsbürgerschaft geben und jeden reinlassen, der kommen will? Und den jeden gleich mit allen Sozialleistungen versorgen, die es gibt. Also, keine Ahnung, wenn jemand in Afrika gerade mal so das Geld zusammenkratzen kann für eine legale Einreise hier nach Deutschland, dann sagt, okay, du darfst herkommen. Wenn er das Geld für den Flug hast, du darfst herkommen, hast du dann mit deiner ganzen Familie das Recht auf alle Sozialleistungen, kriegst dann sofort die Staatsbürgerschaft in die Hand gedrückt, darfst wählen. Also, ist das Daras Gegenvorschlag? Also, das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, dieses halt No Nations, No Borders und so weiter. Also die maximale Freizügigkeit für alle, weil natürlich letzten Endes sind ja Staatsgrenzen und so weiter und damit auch Staatszugehörigkeit, ist das ja alles Willkür. Ja, gewisse Willkür oder gewisse historische Prozesse, die jetzt nicht unbedingt immer ganz logisch sind, die stecken da sicherlich drin, aber sollte jetzt jeder von überall auf der Welt sagen können, okay, ich bin jetzt Deutscher, wenn ich da, keine Ahnung, ein paar Monate gelebt habe, wenn ich da ein paar Monate in Deutschland gemeldet war und jeder sollte überall auf der Welt völlig legal nach Deutschland einreisen. Ist das hier die Position der Wokies? Also das würde, also aktuell wird Migration ja schon viel schärfer reguliert als das, was ich gerade beschrieben habe. Und zwar in fast allen Ländern der Welt, oder wahrscheinlich sogar in allen Ländern der Welt. Mir fiel jetzt kein Land ein, wo du einfach so reinkommen kannst und dann Anspruch auf alle Sozialleistungen hast. Also warum macht das dann nicht ein Land so, wenn das so ein erfolgversprechendes Konzept ist? Kann es sein, dass das eventuell zu Problemen führt? Rechtsradikal würde ich sie nennen. Ich würde sagen, sie sind rechtsradikal, ja. Aber dass sie die deutsche Rasse erhalten wollen und dass sie die deutsche Rasse gegen andere siegreich sein muss, dass das deren Positionierung ist. Wieso sagst du nicht, dass das rechtsextrem ist? Nicht siegreich. Deswegen, weil sie rechtsradikal. Hätten sie siegreich gesagt, klar, Rechtsextremisten. Aber sie sagen nicht siegreich. Also nur rechtsradikal. Was? Radikale sind, weil sie nicht zu Gewalt. Hey, so, Erwin, weil sie jetzt nicht zu Gewalt aufrufen. Ich würde auch nicht sagen, dass sie rechtsradikal sind aus der Honigfarbe. Denn sie fordern ja auch nicht unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung irgendwie. Obwohl, doch. Sie wollen Leuten, die deutsche Staatsbürgerschaft schon haben, die wieder aberkennen. Das wäre der Punkt, den ich kritisch sehen würde. Da ist die Honigfarbe auch deutlich radikaler als die AfD. Aber sonst reicht das für mich nicht, rechtsradikal zu nennen. Ja, Schlomo hat das ja so gesagt. Also Schlomo hat das ja oder wenn du den Schattenmacher nimmst, ja, der ist ja jetzt auch kein Freund von Demokratie. Nee. Wenn du den dazu zählst zur Honigwabe, also zur erweiterten Honigwabe, dann ja. Das, der hat sich tatsächlich in einem Video mal für einen anderen Selektionsprozess von Politikern ausgesprochen oder Menschenwürde und so in Frage gestellt. Wäre auch was, worauf man mal debattieren könnte, aber das weit in Zukunft. Die Videos sind ja relativ zeitlos. Aufrufen und auch nicht zu Gewalt stehen, sage ich noch einmal. Erwin ist aber nicht gegen Migration. Er sagt auch ganz klar und oft, dass jedem Menschen in Not geholfen werden muss. Das sagt übrigens auch die identitäre Bewegung. Ja, also deswegen, ich weiß nicht, ob euch da die. Könnte es sein, dass es einen viel breiteren Konsens zum Asylrecht gibt, als uns die Walkies hier weismachen wollen? Hm.
Könnte es sein, dass wir vernünftige Lösungen finden könnten? Also ich erinnere mich an Frauke Petri, der hatte vor ein paar Jahren, oder weiß nicht, ob das Frauke Petri war, korrigiert mich, wenn ich falsch lage, auf jeden Fall irgendeine AfD-Politikerin, die vor ein paar Jahren noch eine Botschaftslösung gefordert hatte. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, welche Politikerin es war. Aber war auf jeden Fall eine von der AfD, die hat gefordert, Linke Rand. Ja, wir sollten in Botschaften in anderen Ländern halt Asylverfahren ermöglichen. Und wenn die Leute wirklich ein Recht auf Asyl haben, dann sollen sie nach Deutschland kommen. Also wenn, keine Ahnung, jemand in Ägypten verfolgt wird und sich in die deutsche Botschaft flüchten kann. Oder ins Nachbarland kommt und im Nachbarland ihnen die Abschiebung droht und kann er zur deutschen Botschaft gehen und sagen, okay, Hilfe, ich werde in Ägypten verfolgt und das Land, wo ich hier gerade bin, das will mich abschieben entgegen aller rechtlichen Standards. Oder wenn er direkt in Ägypten ist, Hilfe, ich werde hier verfolgt, ich komme auch nicht aus der Botschaft raus, also so Julian Assange-mäßig. Dann, ja, dann sollte man natürlich sagen, okay, darfst herkommen. Wenn aber dann das Nachbarland, also keine Ahnung, wenn jetzt ein Syrer beispielsweise in Libanon geflüchtet ist und im Libanon eigentlich schon aufgenommen wurde und der dann zu einer deutschen Botschaft geht, dann würde die Botschaft sagen, nee, du bist doch schon im Libanon aufgenommen. Hier ist das Land, wo du jetzt erstmal aufgenommen wurdest, du bleibst hier. Also das wäre ja tatsächlich eine Lösung, der man die Migrationszahl deutlich senken könnte und denen, die wirklich Anspruch auf Asyl haben, denen das auch zu gewähren. Also aktuell muss ja wirklich jeder ein Boot, sich ein Boot übers Mittelmeer oder so organisieren und die illegal einreisen, aber diese, und da fallen eben viele hinten runter, die tatsächlich Anspruch auf Asyl hätten. So könnte man das eben ausschalten, dass wirklich nur die kommen, die tatsächlich einen Anspruch auf Asyl haben. Die Bildung fehlt oder wie das Ganze funktioniert. Solche Leute wie Erwin zum Beispiel, die kenne ich, davon kenne ich 5 oder 10 im englischsprachigen Raum, die in den USA oder so aktiv sind und dort eben die gleiche Strategie fahren. Und die dann, ne, praktisch, die, also am Ende des Tages ist es halt eine Strategie, da kann man jetzt Good Faith rangehen, sagen, er versucht damit wirklich die Rechten mitzunehmen, irgendwie die zu überzeugen. Oder man kann Bad Faith rangehen, das ist halt alles ein Trick, um sozusagen mehr Menschen. Um sozusagen Menschen zu gewinnen, hey, hier ist ein linkes Narrativ für eure rechtsradikale Ansicht. Für eure rechtsradikale Ansicht. Wie wir es wissen, geht daran natürlich immer Good Faith dran. Also er würde niemals Ja. anderen Leuten etwas unterstellen, was sie nicht gesagt haben. Er ist ja auch ein Freund von Polodropia. Das hat er auch schon gesagt. Er Er ist hat übrigens Good auch ein Faith Freund von quasi den. erfunden. Ehrlich. Es Ja. gibt von Dara so viel gutes Material, darauf kann man gar nicht komplett reagieren. Das muss ich euch jetzt noch mal kurz zeigen. Das ist so genial. Ich zeige das Video, wo er gesagt hat, er ist sein Freund von Imp. Hier auf Imps Reaktionskanal, Dara ordnet mich ein. Das Video hier ist es. Das ist so witzig, wie viel Unsinn dieser Mann über andere Leute quatscht. Also das ist so unfassbar witzig. Das ist genauso wie bei Shoyoka. Nur bei Shoyoka, ach stimmt, das kannst du mir jetzt wahrscheinlich beantworten. Wieso haben das, darüber hätte ich wie gesagt mit Impfmarsch eigentlich sprechen wollen, aber darüber haben wir dann nicht mehr gesprochen, weil der Talk eh schon so lang war. Wieso sind Polytopia und Impf bei diesem Shoyoka-Ding eigentlich ausgestiegen? Also ich weiß zumindest bei Proletopia liegt es halt daran, dass Shoyoka deutlich eben natürlich an mit psychischen Problemen zu tun hat. Das heißt also, das ist ganz ähnlich jetzt wie beim Drachenlord. Das ist einfach eine Sprich, aber Person, die ja, gar das nicht weißt du ja anders nicht. kann. Das weißt du ja nicht. Ja, das weißt du ja nicht. Obwohl du, da pathologisierst du ja sie, wenn sie das sagt. Also dann fühlt sie sich ja auch angegriffen. Naja, sie sagt ja, also sie sagt ja selber, dass Ja, sie sie sagt es psychische selber von Probleme sich, hat. aber andere dürfen das nicht ansprechen und andere dürfen das als Begründung für gar nichts nehmen, Ja. denn dann pathologisiert man sie. Das ist ja ihre eigene Aussage. Aber im Grunde genommen, also man merkt ja schon, dass sie da, also normalerweise die meisten Menschen würden nicht so reagieren wie sie. Und es ist halt, man kann sich natürlich an ihr die ganze Zeit abarbeiten, aber das ist dann, das erschöpft sich halt auch. Ja. Also quasi, es wird halt immer weitergehen. Man merkt bei ihr, es wird einfach immer weitergehen. Das ist ein Hin und Her. Und im Gegensatz zu ihr haben wir halt natürlich keine Konzerne im Rücken. Und ja, es gibt halt auch keine neue Erkenntnis. Also sozusagen, sie wird halt alles so darstellen, wie sie es schon immer darstellt. Und das heißt, man tritt da ein totes Pferd. Nein, nein, Und da würde ich dir letzten widersprechen. Endes.
Also die ist kein totes Pferd. Also es solidarisiert sich die Amadeo-Antonio-Stiftung mit ihr. Es solidarisieren sich Bundestagsabgeordnete mit ihr. Das ist schon auf der nächsten Ebene angekommen, dieser Streit. Sie schafft es wirklich, Streamer, die sie kritisiert haben, von Twitch zu bannen. Also siehe Kuchen-TV, siehe Nemesis. Also Nemesis hat sie so einen falschen DCMA-Strike reingehauen. Also das ist ja, ja, das sind ja die Methoden. Also da gibt es ganz viel, worüber man reden könnte. Shoyoka ist ja schon auch wesentlich relevanter als Dara. Da wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage, wieso ist es legitim, auf Shoyoka zu reagieren, aber nicht legitim, auf Dara zu reagieren? Wieso andersrum? Wieso ist es legitim, auf Dara zu reagieren, aber nicht auf Shoyoka? Weil ich glaube, Dara ist noch, ich glaube, Dara weiß, was er macht. Shoyoka, glaube ich, ich glaube, auch. Bei Shoyoka ist es nicht der Fall. Die retweetet, hintet, flosst und alerta. Also wer sowas macht, der macht das mit einer ganz, ganz klaren Absicht. Also wie gesagt, wirklich? Wenn ich die in den Streams gesehen habe, wie fertig sie da schienen, dann, okay, so einen kleinen Anflug von Mitleid konnte ich dann auch bei mir merken. Oder vielleicht habe ich mich auch nur geärgert über den Unsinn, den sie geredet hat. Und sie hat dabei ein bisschen trauriger geguckt als Dara. Aber als ich dann ihren Twitter-Dings angesehen habe, da war ich wieder so voll, okay, gefährliche Wokistin, müssen wir genauso bekämpfen wie alle anderen, wie Dekadent und Dara auch. Zumal ich dieses Rumopfer ja nicht belohnen will. Ich kann ja nicht sagen, die spielt dieses Woke-Opfer-Spiel jetzt besser als andere Leute und deswegen ignoriere ich es jetzt, wenn sie Lügen über andere verbreitet oder versucht, sie zu canceln und dabei sogar noch noch erfolgreicher ist. Also das Rumopfern, das ist ja nichts, was ich irgendwie honorieren sollte. Natürlich nicht, aber es wird ja, also es wird nicht aufhören. Und ihr nutzt es am Ende mehr als anderen. Also ich glaube, man kann sie wirklich aufhalten, kann man nur ärztlich, auf ärztliche Anordnung. Und Vorsicht, das ist eine Pathologisierung. Kommt halt nicht. Okay, also wenn du das nochmal machst, dann wird Rotfunkstream gesperrt, das ist dir schon klar. Oh je, okay. Ja, also ich sehe keine legitime Möglichkeit, da, dass das aufhört. Sozusagen ist. Und ja, deswegen, eben so wie jetzt anhand deiner Warnung, ja, ist es sehr schwer, sich da vollstens zu äußern. Und es ist eigentlich traurig, ja, weil eben ich sehe halt auch eine Person, die ja halt wild um sich schlägt. Und ja. Das ist halt, natürlich ist es für die Leute, die gesperrt werden durch ihr Handeln, ist es frustrierend und schlecht. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und dass die frustriert sind, ist genauso nachvollziehbar. Aber ich persönlich sehe halt einfach keinen Mehrwert, mich mit dieser Person zu befassen. Welchen Mehrwert hat es, sich mit Dara zu befassen? Das ist ja dann die Frage. Sagen. Also es ist lustig. Ja, und ich glaube, bei Dara ist auch, der ist zum Glück nicht so groß und bei dem ist es ja noch schlimmer. Also, dann gehst du ja auch wieder mit einer noch kleineren Community los. Das ist ja noch schlimmer aus der Sicht. Naja, losgehen, ich weiß nicht. Ich glaube, bei Dara die kritisieren ihn sachlich, aber für die Wokis ist das ja wie Mobbing, wenn du sie kritisierst. Das ist ja bei denen überall so. So versuchen die halt andere Leute. Also, mich erinnert diese Wokis total an Jerry Smith von Rick und Morty. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Die ernähren sich vom Mitleid anderer. Sowas gibt's? Okay. Nein, sie ernähren sich nicht davon, sondern sie leben davon, dass andere Leute mit ihnen Mitleid haben. Also, das ist ihre politische, also Anführungszeichen politische Strategie. Sie versuchen, zu irgendeiner Opfergruppe zu gehören oder sich als Ally dieser Opfergruppe zu inszenieren. Also was anderes können diese Leute nicht. Also wie oft hat Shoyoka gesagt, ich werde nur angegriffen, weil ich eine Frau bin oder das ist eine antifeministische Hetzkampagne oder ja, was soll man dazu sagen? Weiter. Und Dara ist ja zum Beispiel von ausgeschlossen worden. Das will ja gar nicht, dass er sie verteidigt. So, von Shoyoka. Ja, da weiß ich auch nicht, warum sie da Teil ihres eigenen Vorfeldes angegangen ist. Sie hatte die ja eigentlich treu hinter sich. Also, ja, das ist strategisch auf jeden Fall unklug, was sie da gemacht hat. Das ist, glaube ich, nicht so rational. Aber ich glaube, dass sie sonst schon sehr planmäßig und rational vorgeht bei dem, was sie macht. Also, wenn sie andere Leute versucht zu canceln, dann steckt da schon ein Plan hinter. Also, anders kann ich mir das halt nicht erklären. Also ich glaube halt nicht, dass andere Menschen so irrational sind und aus Versehens anderen Leuten ihre Meinungsfreiheit verbieten wollen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das macht man nicht, wenn man
wenn man irgendwie zu unseren demokratischen Werten steht, wenn man von denen überzeugt ist. Ja, natürlich ist das eine Masche, die die haben. Natürlich haben die sich diverse Sachen ausgedacht, um eben an den Filtern der Gesellschaft vorbeizuarbeiten und eben immer so ein Benefit of a Doubt zu lassen. Aber das reicht vollkommen, dass wir erstens wissen, wer die sind, aber eben immer noch, dass viele Leute leider darauf reinfallen. Das ist halt natürlich praktisch. Wenn du dich natürlich hinstellst, sagst, Sieg Heil, alles für Deutschland und übrigens war Hitler geil, das ist natürlich etwas, was, wodurch du sehr schnell weg bist. So, und dann merkst du irgendwann, ja, okay, so erreiche ich den Nationalsozialismus nicht mehr in Deutschland. Also, was mache ich? Ich lasse das einfach weg mit dem Sieg Heil, alles für Deutschland und Hitler war geil. Und mach trotzdem, bin trotzdem für die gleiche Politik. Ne, so, Ausländer raus. Verschwörung. Politopia ist für die gleiche Politik wie Sieg Heil, alles für Deutschland. Ja, das ist Politopia, oder? Er macht jetzt macht er die Verschwörung. Er sagt, ja, okay, früher brauchte es noch das und das, damit es Nazi wird, aber heutzutage lässt man das weg und dann ist trotzdem schon Nazi. Ja. Weil die Kriminalitätsraten so hoch sind. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss weg, der gegründet wurde, weil... Der muss weg. Also alles außer Arte kann man von mir aus wirklich streichen. Das ist nur noch Propaganda. Also das hat wirklich nichts mit der Realität zu tun, was da berichtet wird. Oder würdest du mir da widersprechen? Nein, also das, was ich so mitbekomme, ich meine, ich schaue kein Fernsehen, ja. Ich bin seit über 20 Jahren ohne Fernsehen. Das, was ich mitbekomme, ist jetzt von geringerer Qualität. Das mit, hast du gesagt Arte oder Phoenix? Arte. Und da schreibt gerade einer Dreisatz, ja, okay. Auch noch ein paar gute Sachen, aber auch da nimmt die Qualität immer mehr ab. Also da habe ich früher noch gerne was geguckt, aber ja, das ist... Das ist traurig, was da passiert ist, aber der könnte bestimmt mit 10% der Mittel, könnte man bestimmt ein vernünftiges Programm auf die Beine stellen, aber da wird halt so viel Geld für Unterhaltung verschleudert, was eigentlich die Privaten genauso gut machen könnten und diese politische Berichterstattung, tagespolitisch, die ist unglaublich stark eingefärbt. Also Arte produziert wenigstens noch ein paar gute Dokumentationen, aber was der ganze Rest, der kann von mir aus weg. Also da braucht man, wie gesagt, wir können auch über eine Reform reden, aber den zu streichen ist halt realistischer, als da über eine Reform zu reden. Wenn nämlich BSW jetzt mal, um jetzt mal ganz konkret auf die Realpolitik zu gehen, sich an der Landesregierung beteiligt, dann wäre es die beste Forderung, oder eine Landesregierung toleriert, dann wäre es die beste Forderung, dass der Ministerpräsident in dem jeweiligen Bundesland die Rundfunkstaatsverträge aufkündigt. Das wäre dann, glaube ich, das Beste, was BSW da erreichen könnte. Also dem Öffentlich-Rechtlichen wirklich eine Pistole auf die Brust setzen und sagen, entweder ihr reformiert euch oder wir schaffen euch ab. Also das ist aus realpolitischer Sicht, aus strategischer Sicht das Beste, was man jetzt machen könnte. Natürlich wäre es abstrakt gut, eine Reform des ÖRR zu erreichen, denn es sollte ja nicht alles von den Privaten gemacht werden. Aber in der realen Politik, da kriegt man es, glaube ich, nur hin, Druck auszuüben, wenn man da wirklich auch Druck mit in der Hand hat, nämlich die komplette Abschaffung. Dann sind diese Strukturen vielleicht bereit, mal ein bisschen umgestaltet zu werden. Dann sind die anderen Parteien vielleicht mal bereit, etwas zu tun, bevor das ganze Konstrukt komplett abgeschafft wird. Weil man nicht mehr, um eben einen zweiten Faschismus zu bekämpfen in Deutschland und gehe halt die ganze Zeit dagegen und natürlich gegen queere Menschen, dass die ja alle pervers sind und an die Kinder wollen. Das haben die Nazis halt auch schon damals behauptet. Macht die Amadeo-Antonio-Stiftung auch so. Was machen die denn? Studiert an den Filtern der Gesellschaft vorbeiarbeiten, indem sie gegen Nazis sind. Ja, das... What? Ich weiß, wie sie arbeiten und ich verstehe, wann sie einfach etwas fordern und wann sie etwas als Joke darstellen, was sie wirklich gemeint haben. Meine Kriminalitätsraten sind so hoch, aber ich würde das nicht den Ausländern in die Schuhe schieben, sondern die Politik und die Umstände, unter denen die Leute... Woran erkennst du denn hohe Kriminalitätsraten? Und wann sind sie niedrig? Oh. Wann haben wir niedrige Kriminalitätsraten, wann sind sie hoch? Das ist die gleiche Frage, die ja schon KuchenTV vorgestellt hat. Also beispielsweise sind die überfahrartigen Gruppenvergewaltigungen seit 2015 deutlich angestiegen. Das ist ja das Argument, was die Rechten immer bringen. Darauf könnte man jetzt sachlich eingehen. Oder man könnte sagen, wann ist die Kriminalitätsrate denn niedrig? Kriminalitätsrate in bestimmten Bereichen ist nun mal angestiegen. Das kann man empirisch zeigen. Ja,
haben, aber dennoch sind sie nicht, meiner Ansicht nach, sind sie nicht Nazis. Wie du richtig sagst, du siehst, wie hart ich sie kritisiere, aber ich würde sie nicht Nazis. Nazis sind leider nicht dumm, die wissen, was sie öffentlich sagen können und was nicht und wie sie nicht, sich ausdrücken müssen, um nicht gleich entlarvt zu werden. Richtig, die haben sich halt angepasst. Die sind halt schlauer geworden mit der Zeit. So, am Anfang waren die auch ziemlich dumm. Ich weiß nicht, ob ihr das hier noch kennt. Wo ist es denn? Das schauen wir uns jetzt nicht an, das ist mir zu dämlich. Nicht irgendwo rausgeholt, Moment. Sondern du vertrittst ja immer noch fremdenfeindliche Positionen. Ach, nichts. Wieso bin ich fremdenfeindlich? Das ist ja absurd. Habe ich jetzt schon zweimal erklärt. Aber wie soll ich fremdenfeindlich sein? Ich bin ja nicht feindlich gegen Fremde. Ich bin ja nicht feindlich gegen Migranten. Doch, du gibst ihnen die Schuld für die Spaltung und für den Rechtsruck und so weiter. Bro, ich habe dir buchstäblich eine halbe Stunde lang... Ja, tu dir, also wenn du dafür sorgst, dass am Ende in irgendeiner Form Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die nach Deutschland geflohen sind oder sonst wie, die Konsequenzen davon spüren müssen, dass sie da sind, zum Beispiel indem sie nicht mehr ins Land gelassen werden oder dadurch, dass es mehr Abschiebungen gibt, dann gibst du denen die Schuld dafür. Weil sie sind ja anscheinend diejenigen, die das Problem mitbringen. Sonst... Anscheinend, ja. Dann bist du, wenn du eine irgendwie geartete Begrenzung von Migration redest, dann Nazi. Ja. Dann geht das zumindest mal in die Richtung. Also, ja. Das ist halt musst dieses Ding so, ja, Nazis sind schwerer zu finden, also quasi Nazis tarnen sich besser und diesen Spalt im Entdecken von Nazis überdeckt man einfach durch Verschwörungstheorie, also oder durch Paranoia einfach. Also das heißt, ich muss einfach das, was mir an offensichtlichem Nazi quasi fehlt, muss ich jetzt mit Paranoia kitten. Ja, ja. Und ja. Versuchen, denen zu helfen, beispielsweise, dass sie hier in Deutschland integriert werden, dass sie auch nach Deutschland kommen können. Und dann gleichzeitig gegen diejenigen vorgehen, die dafür sorgen, dass sie überhaupt hierhin fliehen mussten oder dass sie ausgebeutet werden. Das muss dann konsequent machen. So, und das, was er macht, okay, ich glaube, ne, so Good Faith gesprochen, dass er gegen die Kapitalisten sein möchte und auch gerne für Enteignung oder für höhere Löhne oder sowas sich hinstellt. Aber gleichzeitig stellt er sich auch hin, ja, wir brauchen weniger Migration, wir müssen irgendwie die Grenzen stärker kontrollieren, Menschen ausweisen oder Menschen nicht mehr hier reinlassen. Damit gehe ich ja auch eben gegen Menschen vor, die hier hinkommen. Dass sie nicht schuld sind. Ja, okay, ich glaube, dieses Migrationsthema ist ein bisschen ausgelutscht. Was soll man dazu halt noch sagen? Dara versucht halt gar nicht sachlich dagegen zu argumentieren, wieso Proletopias Argumente falsch sind, sondern einfach nur zu sagen, das ist rechts. Das ist rechts, also ist es böse. Also, oder sogar, das ist in Richtung Nazi, denn wer gegen Zuwanderung ist, der will ja die deutsche Nation irgendwie stärken und das ist schon mal ganz problematisch. Also, ja. Ist Migration für die Menschen in Deutschland also, das Top-Thema? Spule eine halbe Stunde vor. Das erste Wort, was ich höre, Migration. Also, als ob diese Wokies auch keine, das ist fast so, wenn man auf die Honigwabe reagiert. Es gibt kein anderes Thema für diese Leute. Also sonst haben die noch wenigstens irgendwas von Transrechten erzählen die, aber das Thema hat Erwin wahrscheinlich zu wenig angesprochen. Sonst, oder das Thema, da hat er zu wenige Clips gefunden, die er Erwin irgendwie vorwerfen konnte. Das kommt ganz kurz dran. Was? Ja, es kommt halt ganz kurz dran. Das ist ja das Problem, dass Nathan sich ja dann auch einfach wiederholt. Also das heißt, ich weiß nicht, ob wir diese Stelle jemals finden, aber es passiert halt so, dass Nathan mit einem Vorwurf kommt. Und dann geht Erwin darauf ein und dann geht Nathan halt zum nächsten Punkt und eine halbe oder dreiviertel Stunde später erwähnt Nathan wieder den gleichen Vorwurf und als jemand, der das Gespräch als Ganzes verfolgt hat, denkt man sich, warum sagt er das jetzt? Also der, das ist einfach, weil man ihm das gefüttert hat, ja, und weil er einfach das nicht kohärent betrachtet, sondern einfach nur, oh, hier ist etwas, hier ist Munition und das so. Und das ist verrückt. Ja, die Strategie der Wokies hier in diesem Stream war es, Erwin fertig zu machen, Erwin unmöglich zu machen, Erwin als bösen Menschen zu entlarven. Also sie wussten wohl, dass sie ihn hiermit nicht canceln können. Aber sie haben wohl versucht, hier so einen großen Sieg zu erzielen. Deswegen hatten sie Nathan auch so viele Zuschauer zugeschanzt, ihn zu gut vorbereitet. Aber mit dieser Woken-Taktik der Diskurszerstörung kommt man halt nicht gegen jemanden an,
der am Diskurs interessiert ist und auf diese ganzen Punkte einfach gar nicht eingeht, sondern sagt, hier, ich habe inhaltliche Punkte, was wirst du mir dafür in Schwachsinn vor, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Also Erwin hätte ja auch sagen können, okay, ja, das finde ich schon, also er hat ja keine großen Zugeständnisse gemacht inhaltlich an Neitern. Das war ja völlig richtig, wie Erwin da argumentiert hat. Wenn du anfängst, Zugeständnisse zu machen und sagst, okay, das, wie ich das damals gesagt habe, das meinte ich nicht so, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Sobald man damit anfängt, ist man diesen Walkies ausgeliefert. Und ich glaube, die haben so viele Zitate gesucht, weil sie darauf spekuliert haben, dass Erwin genau das macht. Also die Walkies, die arbeiten hier schon rational. Das ist nicht irgendwie irrationales Vorgehen, das ist schon ganz planmäßig. Die wollen Erwin hier unmöglich machen, die wollen ihn in die Defensive bringen, die wollten hier einen politischen Punktsieg erzielen, zumindest hier auf Twitch, aber das ist ja mit hinten losgegangen. Ich kann euch noch was sagen, also diese Reaktion hier, die geht jetzt bestimmt schon über 2 Stunden, die wird auf YouTube online kommen, die werde ich auch ganz viele Clips schneiden, die wird wieder tausende Klicks erhalten und die Leute werden es lustig finden. Ja, Dara klickt sich gut, ähnlich wie Shoyoka, ist das fast Finesse übrigens auch, es ist egal, was dieser Walkie man. Die Leute hassen diese Walkies einfach. Das ist so witzig. Also, wie kann man das auch sympathisch finden? Ganz ehrlich, also diese Walkisten, die haben so eine elitistische Ideologie, also eine Ideologie, die sich nur in der gesellschaftlichen Elite durchsetzen will, die gar nicht dafür gemacht ist, sich in der breiten Masse durchzusetzen. Deswegen hassen die auch Populismus so sehr. Populismus ist da was ganz Böses und das versuchen die da negativ zu framen. Aber Populismus im eigentlichen Sinne des Wortes heißt ja einfach nur, sich für die Interessen des Volkes einzusetzen. Und das ist etwas, was können die Walkies überhaupt nicht an. Ich glaube, man muss halt Teil. Ja, ich glaube, man muss einfach Teil von ihnen sein, damit man versteht, also warum man so ist. Wenn du außerhalb von dieser Woken-Blase bist, dann merkst du erst, wie furchtbar toxisch die sind. Wenn du aber drin bist, dann ist das irgendwie. Dann geht das einfach selbstverständlich. Also, das ist einfach. Weil sie sind ja diejenigen, also denen sie wohlgesonnen sind, zu denen sind sie ja auch sehr, sehr charmant, ja, und sehr empathisch. Aber wehe, du bist nicht Teil ihrer Blase, dann. Ja, so eine gewisse moralische Selbstverherrlichung, die ist in diesem akademischen Bürgertum, glaube ich, auch weit verbreitet. Also der Wokismus, der hat da einen perfekten Nährboden, wo er sich ausbreiten kann. Das ist erstmal junge Generation, die wenig materielle Sorgen hat, also so eine ganz dünne Schicht der Gesellschaft, die aber moralisch sich bei allen anderen stehen sieht. Und da hast du halt diese Ideologie, die sehr viel Anklang findet und die auch sehr gut zur Radikalisierung geeignet ist, wie wir es hier anhand unserer ganzen Twitch-Walkisten sehen. Also Dekadent hat zum Wahlbetrug aufgefordert, Dara will das Recht in Angst und Schrecken leben, Shoyoka lässt wie wild andere Streamer bannen, die sie mal kritisieren. Also was soll man dazu sagen? Das sind keine Demokraten, die so etwas machen. Warum beschweren sich eigentlich alle immer über mein Mikrofon? Ich lese es gerade schon wieder im Chat. So schlimm ist das doch gar nicht. Das hat über 100 Euro gekostet. Meine Güte. Das ist das wichtigste Thema, womit sich die Politik auseinandersetzen soll. Und dann ist die Frage, ja, wann denn nicht mehr? Niemand geht um ein Schnitzel! Deinen gesamten Monatslohn von YouTube. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir keine perfekte Welt haben werden. Nee, du darfst das gerne. Du darfst gerne. Was denn? Skix wollte direkt Konkurrenz machen. Und hat nochmal 10 Subs dagelassen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Hat Random Kai eigentlich einen VIP? Nee, hat er gar nicht. Wo kommt das denn? Mit Stolz. Übrigens, Fun Fact: Tobias Huch. Da hat er mich nämlich. Ist VIP bei Dara. Ja, die progressiv-neoliberale Koalition. Obwohl der sich ja auch mit Shoyoka gestritten hat, glaube ich. Ja, es ist, aber Dara ist ja auch Persona non grata bei ihr und ja, von daher. Ist doch, wie das läuft, ne? 220.000 Follower, 80.000 Follower, 70.000 Follower, 7.000 Follower. Neitan, wo? Ja, Neitan gehört nicht dazu. Neitan ist halt einfach nicht so ein krasser Influencer wie ich. Der hat noch nicht so Welle gemacht. Aber ich weiß nicht was, hab nichts dagegen. Das ist halt das. Ne, deswegen, Hakon, der ist zwar da, der hat. So, was wollte ich denn?
Ich wollte Probleme hast in der Gesellschaft. Ne? Davon haben wir zigtausende, ja, und hunderttausende. So, hast du zum Beispiel ein Problem irgendwo im Steuerrecht? Ja, das Steuer, weiß nicht was. Steuererklärungen sind zu kompliziert. Okay, das ist ein Problem unserer Gesellschaft. Kannst du ansprechen. Aber ob das jetzt die Top-Priorität der Politik gerade sein sollte und wir in jeder Talkshow darüber reden sollten, wie kompliziert das Steuersystem ist, ist eine andere Frage. Könnte ein Problem auch geben mit der Abfallbeseitigung. Es könnte ein Problem geben, dass an Schulen also Top-Priorität zu wenig hat ein Problem mit Inhalten. Meiner Meinung nach ist aktuell die Kriegstreiberei, die Aufrüstung, der Wirtschaftskrieg gegen Russland. Also die aktuelle westliche Außenpolitik, das ist aktuell das akuteste Problem und da muss man dringend etwas gegen tun, wenn man die Abwanderung unserer Industrie und die weitere Verarmung der Bevölkerung bekämpfen will. Das ist jetzt das, was unmittelbar am schärfsten bekämpft werden muss. Und da braucht man natürlich eine andere Sozial- und Wirtschaftspolitik, das versteht sich von selbst. Aber das sind die akutesten Probleme, die sich aktuell immer weiter verschärfen und wo die Politik auf jeden Fall was gegen tun muss. Die letzte Generation wird finanziert von irgendwelchen sehr reichen Leuten. Ne? Deswegen haben die auch die Möglichkeiten, immer wieder sich da freizukaufen. Gefängnisfreikarte und so weiter, kommen aus dem Gefängniskarte zu haben. Aber. Das ist, also dadurch sind die, also das heißt. Aber wer diese reichen Leute jetzt namentlich nennt, der ist ein ganz böser rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker. Und wer dann fordert, dass Deutschland souverän entscheidet, dass die Finanzierung von NGOs aus dem Ausland vielleicht mal ein bisschen eingeschränkt werden sollte, der ist dann auch noch ein Reichsbürger und Demokratiefeind und alles Mögliche. Oder was wir da uns jetzt sagen. Also das sind ja die, das sind ja die Angriffe aus dieser Bubble, die dann kommen, wenn man sagt, wir sollten vielleicht mal gucken, was für NGOs hier aus dem Ausland in Deutschland finanziert werden und ob das so gut ist. Dass die reichen Leute, die dahinter stehen, die sind höchstens Idioten. Aber das ist keine Verschwörung von denen, damit man Klimaschutz hasst. Nee, ich hab mit diesen Normalen auf der Straße. Wie wir alle, ja genau, Ölmilliardäre finanzieren die letzte Generation. Die denken, die wollen bestimmt nur die Welt retten. Das ist, ja, der hat keine Interessen. Das ist einfach so, huch, paar Millionen dahergegeben, ja. Passiert halt. Leuten auf der Straße tatsächlich ziemlich viel Zeit verbracht, weil ich auch auf der Straße geklebt habe. Ja, er ist halt bei der letzten Generation. Er gehört, glaube ich, sogar teilweise zum Orga-Team und in Deutschland. Also nicht zu dem ganz oberen. Frag mich, wieso diese letzte Generation so unbeliebt ist. Orga-Team, aber ist auf jeden Fall sehr involviert. Mit diesen Leuten dann geredet habe. Warum positioniert er sich gegen die letzte Generation, versteht das nicht, weil es hart wäre, sich für die letzte Generation einzusetzen. Und am Ende des Tages geht er immer bei den Rechten mit. Bei allem, was die Rechten tun. Also nur mal so, also mit den Straßenblockaden der Bauern hat seltsamerweise gerade niemand ein Problem. Einfach weil die sich für ihre Interessen einsetzen und nicht irgendwelche Autofahrer, die damit nichts zu tun haben, belästigen, um für ein irgendwie abstraktes Ziel in 100 Jahren irgendwas zu erreichen. Meistens haben diese Aktivisten der letzten Generation ja nicht mal konkrete Forderungen an irgendwen, sondern immer nur, die Bundesregierung soll jetzt das und das machen oder die Stadt soll den Klimanotstand ausrufen, was real keine Folgen hat. Also ja, die Bauern sagen halt ganz klar jetzt gerade, wir wollen, dass die Besteuerung auf Agrardiesel nicht kommt, deswegen demonstrieren wir. Und die haben die Unterstützung von einem Großteil der Bevölkerung. Nehme ich mal an, ich habe jetzt noch keine Umfrage gesehen, aber nehme ich mal ganz stark an. Imperated gerade sein. Seid gegrüßt, Gott, wir warten. Wir wollten auch nicht mehr lange machen. Die kommen alle wegen mir. Vielen Dank, Imp. Wir beide reagieren gerade auf Dara. Ich bin hier mit Marco vom Brotfunk-Podcast. Wenn ihr den Brotfunk-Podcast nicht kennt, das ist ein Twitch-Kanal. Den kann wahrscheinlich gleich nochmal einer in Twitch-Chat packen. Und die haben auch einen Spotify- und YouTube-Kanal. Schickt mal die Links am besten in den Chat. Genau. Los, ihr Mods. Tut was für euer Geld. Macht euch nützlich. Hier kriegt keiner Geld. Güte. Wie gesagt, seid gegrüßt. Wir reagieren gerade auf Dara. Wir machen jetzt noch 10, 15 Minuten so weiter, würde ich sagen, und dann verabschieden wir uns auch. Alright. Geht er mit? Und dreht aber das Narrativ so ein bisschen. Ne, so, okay, die Rechten sind gegen die letzte Generation. Ja, ich bin auch gegen die letzte Generation, weil die von den Kapitalisten bezahlt werden. Ja, die Rechten sind gegen queere Menschen. Ja, ich bin auch dagegen, dass man gegen das Selbstbestimmungsgesetz oder gegen
Ja, es ist jetzt. Okay, also ich dachte, dass er gleich ansetzt, ja, ich bin auch gegen Queere, weil. Aber gut, er sagt, er ist gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Aber das ist ja eigentlich, jetzt fängt er mit der Verschwörung an, weil jetzt ist schon erst Selbstbestimmungsgesetz und dann haben wir kein Selbstbestimmungsgesetz, dann schadet man queeren Menschen. Also das haben wir eigentlich schon zwei Ebenen. Das ist eigentlich schon, da sind wir eigentlich schon wieder bei der Verschwörungstheorie, laut Dara. Ja, zumal welches Recht haben denn queere Menschen in Deutschland, was andere Menschen nicht, also welches Recht haben queere Menschen nicht, was andere Menschen in Deutschland haben? Nenn mir mal eins. Wahrscheinlich diese entsprechenden Toiletten. Ja, aber die haben ja alle Menschen. Die queeren Menschen, die können ja auch auf die Toiletten gehen, die da sind. Also, was für ein Recht gibt es da nicht? Also, da müsste man jetzt tatsächlich, da kann ich jetzt nur sagen, da müsste man jetzt Betroffene fragen, damit die das erläutern, weil als Nicht-Betroffener weiß ich jetzt, fällt mir wahrscheinlich auch gar nicht ein, welche Rechte sie jetzt genau noch nicht haben. Ich glaube, Persia X würde dir da andere Sachen erzählen als Finessi. Die Betroffenen sind halt keine homogene Gruppe. Deswegen ist da, und ja. Die Betroffenen. Also wer ist denn betroffen? Also wer ist überhaupt, keine Ahnung, trans beispielsweise? Das muss ja medizinisch untersucht werden. Aber nach Meinung der Wokisten muss es ja nicht mehr untersucht worden, sondern jeder kann von heute auf morgen sagen, ich bin jetzt eine Frau. Also nach Meinung der Wokisten wäre Bijan Tarasoli auch, als er sich so identifiziert hat, eine Frau gewesen. Und wenn die Wokisten sagen, nee, das ist ja nur Troll, woran macht ihr das fest? Das wäre dann die Frage, die man ihnen stellen müsste. Und die könnten dir keine vernünftige Antwort geben. Die ehrliche Antwort wäre dann ja, weil Bijan Tarasoli halt unser politischer Gegner ist, deswegen darf er sich das nicht aussuchen. Unsere Ideologie geht über alles und unsere Feinde, die dürfen halt anders behandelt werden als unsere Freunde. Aber so ehrlich wäre kein Wokist. Die würden ablenken und sagen, ja, das ist doch ein Troll. Ja, das ist doch, stimmt, war das sogar im Talk von Imp gegen Dara? Da hat Imp das doch sogar angesprochen, glaube ich. Ich glaube, das war der Talk. Und da hat Dara gesagt, ja, das ist ja ein Troll. Ja, woran machst du das fest? Du hast keine objektiven Kriterien. Du behauptest das einfach, weil er nicht zu deinem politischen Lager gehört. Bei jemandem, der zu deinem Lager gehört, da würdest du es immer verteidigen. Egal was für, also egal wie der sich sonst so verhält. Die Verbesserung von queeren Rechten. Eigentlich wäre ich ja dafür, aber solange die Kapitalisten das nutzen, um für sich Werbung zu machen mit Regenbogenfarben-Logos, bin ich dagegen. Oh, die Rechten sind gegen Ausländer. Ja, ich bin auch gegen Ausländer, aber weil die Kapitalisten die holen. Ja, also das ist einfach das, was er halt die ganze Zeit macht. Also deswegen kritisieren wir ihn, deswegen schließen wir ihn aus unseren Reihen aus, egal wie sehr. Ja, deswegen kritisieren wir ihn, deswegen schließen wir ihn aus unseren Reihen aus, weil er Migration kritisiert. Das hat Dara ja gerade gesagt. Also es ist schön, wie ehrlich Dara ist. Die Rechten sind gegen Ausländer. Ja. Ich bin ja auch gegen Ausländer. Bitte klippen. Ja. Mach das nicht. Bitte keine Zitate aus dem Kontext reißen, sondern vernünftig dagegen argumentieren. Also Dara war aber für Soundboard sehr gut. Dara war hier nämlich gerade sehr ehrlich. Er hat ja gesagt, wir schließen Erwin aus, weil er in einem Bereich eine andere Meinung hat. Deswegen raus mit ihm. Ja, noch darauf beharrt, dass er sich links nennt oder dass er sagt, er ist Antikapitalist. Die Polizei. Übrigens, ne, auch bei Klimaschutz und so, da sagt er halt, nee, ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Also da können wir eh gar nichts mehr gegen machen und deshalb brauchen wir uns da auch gar nicht für irgendwas einzusetzen. Hey, mich da in Schmerzgriffen weggezogen hat und ich dann da saß und habe ich mit den Leuten geredet. Gibt es Aufnahmen davon? Es gibt Fotos, ja. Dass sie dich. Verstehe ich das richtig? Damit die Rechten nicht gewinnen, muss man nur Klimaschutz fallen lassen, Migranten bekämpfen und jedes soziale Thema fallen lassen, nur dass mal jemand Werbung gemacht hat. Weil jemand Werbung gemacht hat. Also die ganzen Faschisten, die werden ganz schön doof schauen, wenn wir dann halt irgendwann selber einfach den Faschismus einführen. Also, boah, die werden sich ärgern. Gerne sehen. Das will ich fucking gerne sehen. Warum willst du gerne sehen? Die Rechten werden sich ärgern, wenn wir dann irgendwann selber mal den Faschismus einführen. Genauso wird es laufen, Dara. Wenn die BSW hier an die Macht kommt, dann Führerdiktatur. Sofort. Also, das war jetzt übrigens ein Witz, falls das irgendwer klippen will. Also, ja, also, was soll man dazu noch sagen? Also, ich würde gerne sagen, es ist irre, aber es ist nicht mal irre. Dara meint das ja alles ernst. Er macht das einfach, um zu hetzen. Er will andere politische Meinungen grundsätzlich vom Diskurs ausschließen. Deswegen wirft ihr ihnen vor, ja, sie seien faschistisch.
Und irgendwann mal eine andere Meinung als er selbst hat. Das ist so dermaßen irre. Also wie gesagt, es ist ja nicht mehr irre, es ist rational, was Dara hier macht. Er macht das mit einer ganz bestimmten Strategie. Wenn's geil, so, weil ich wenn, mir das lustig wenn's geil, wenn, ich wenn Linke von Bullen misshandelt werden, guckst du gerne an, oder? Nein, ich finde das einfach nur so lustig, wenn Leute bei jedem Scheiß, der da draußen aufkommt und der sie vom Klassenkampf ablenken soll, einfach mitlaufen und einfach so Minions sind, die nicht selbstständig denken und verstehen einfach, was draußen vor sich geht, sondern einfach bei jedem geworfenen Erwin, Knochen einfach hinterher. Das ist Klassenkampf, ja. Wenn ich mich hinsetze und aufstehe gegen die Konzerne, nein, die diesen Planeten ausbeuten wollen und ich mich da auf die Straße gehe und meinem Körper in den Weg setze, dann ist das Klassenkampf. Du hockst im Internet, kritisierst irgendwie alles. Klassenkampf ist es, irgendwelche Pendler, die morgens zur Arbeit müssen, zu blockieren. Und so geht Klassenkampf. Ja. Letzte Generation ist Klassenkampf, genau. Ist die Frage, auf Seiten welcher Klasse man da gerade kämpft, aber ja. alle möglichen Leute, die für ihre Rechte einstehen, LGBTQ-Community und so weiter, weil es ja alles mit Profit und Konzernen zu tun hat, während du auf Amazon Da schreibt es gerade einer im Chat, Proletopia ist manchmal etwas unbeholfen, aber scheinbar haben Dara und Nathan alles so verstanden, wie es ihnen am besten passt. Selbstverständlich. Das ist ja schon der ganze Punkt. Diese Wokisten, die reißen jedes Zitat aus dem Kontext. Sie wollen Erwin hier unmöglich machen. Die wollen, dass er zu keinen Debatten mehr eingeladen wird und dass sie gleichzeitig einen Punktsieg erzielen. Deswegen haben Dara und Dekadent Erwin auch Neitan hier auch die Zuschauer zugeschanzt, damit möglichst viele Leute da drauf gehen, die Erwin dann irgendwie schlecht reden können, damit sie möglichst gleich das Narrativ kontrollieren. Von Anfang an das Narrativ kontrollieren. Das ist ihnen jetzt so semi-optimal gelungen. Also wir beide machen ja auch gerade diese Reaktion hier und ich würde sagen, so viel weniger Reichweite als Dara werde ich gar nicht haben, zumindest nicht auf YouTube. Und ja, wie gesagt, das Video wird geklippt werden und zigfach auf YouTube erscheinen. Also danach die ganze Diskussion nochmal. Das wird lustig. Ja, daran sieht man ja, dass Rechte sich immer durchsetzen. Ne? Warte mal, wir rechts sind, oder? Ja, das ist ein Scherz. So. Ja. Nee, aber lustig, wie da, also Dara hat das ja am Anfang gesagt, ja, die, also, ich weiß nicht, ob das hier gesagt hat oder wann anders, Rechte, die versuchen immer das Narrativ zu kontrollieren, die versuchen immer, ihr Narrativ durchzumachen, aber was machen die Wokies hier selber? Sie versuchen halt, hier eine Diskussion zu organisieren und dann das Narrativ zu kontrollieren. Und Dekadent hat ja auch mal gesagt, Rechte, die versammeln sich und die sind nur in der Gruppe stark und das Zitat, in die Cinema gebracht hatte. Und was machen die Wokies hier? Genau das. Also ehrlich, Chat, jetzt ihr meckert noch einmal in meiner Tonqualität rum. Streams und merkst doch nicht mal, dass das albern ist. Du sitzt da feierst eine Viertelstunde lang einen goldenen Kappa-Hype-Train ab, was ja nichts anderes ist als ein Tool, damit Amazon möglichst viel Kohle aus deiner Zuschauerschaft pressen kann. Und merkst doch nicht mal, dass das albern ist. Du sitzt das da. Hat er das? Hat er das wirklich? Marco, du erklärst uns mal bitte, was der goldene Kappa-Hype-Tram ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Ich hatte noch nie einen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, ich bin in diesem Twitch-Game nicht so drin. Aber wie gesagt, wir reagieren jetzt aufs Ende. Der Stream sollte ja eh nicht mehr so lang gehen. Aber wir schauen uns mal an, was Dara so zum Schluss zu dieser Diskussion sagt. Und dann könnt ihr davon ausgehen, dass die nicht als Gefahr sehen. Würde seine Strategie wirklich dazu führen, dass Rechte überzeugt werden von linken Positionen oder die Linken in irgendeiner Form gewinnen können gegen die Rechten, dann würden sie ihn viel härter bekämpfen, als sie jetzt irgendwie mich oder Dekadent. Machen Sie doch. Habt ihr nicht gesehen, wie viele Videos die Rechten gegen Sarah Wagenknecht in den letzten Monaten rausgebracht haben? Und wie hat sie da Sachen aus dem Zusammenhang reißen müssen? Also bei euch Wokisten, da muss man einfach nur zitieren und ihr nehmt euch selber auseinander. Also wenn du beispielsweise sagst, Rechte sollten in Angst und Schrecken leben. Oder wenn jemand sagt, wir sollten die Woken aufhalten, wenn Rechte sagen, wir sollten die Woken aufhalten, dann meinen die eigentlich die Juden. Also wenn du das sagst, das braucht man nur abspielen und du hast. Das wäre ein Scherz. Ja, stimmt, das. Ja, er hat es doch bei ihm nochmal erklärt und dann hat er genau, also nachdem er gesagt hat, das war ein Scherz, hat er genau das Gleiche, was er gesagt hat, nochmal länger erklärt und das war dann kein Scherz. Also, Mara meinte das schon ernst. Er hat Schrödingers Zitate. Ja, genau. Also das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Oder Neitan oder sowas bekämpfen.
das Narrativ. Ja, Dara würde eher Lindner wählen als Wagenknecht. Also wer bekämpft uns hier? Wir werden sowohl von den Rechten als auch von den Walkies am meisten bekämpft. Also die Walkies, diese arbeiten eher mit der FDP zusammen als mit richtigen Linken. Und auch Lindner wählen das Klassenkampf. Christian Lindner wählen das Klassenkampf, denn Sarah Wagenknecht, das ist ja eine ganz böse Schwurblerin, die will nämlich auch Frieden. Und Frieden ist leider verschwurbelt und verschwörungstheoretisch. Und nationalistisch. Also unschwierige Preise für die deutsche Bevölkerung, das ist ja auch nationalistisch. Linke Praxisarbeit, die wirklich wichtig ist, damit wir endlich verhindern, dass die Rechten an der Macht sind und endlich Linke an die Macht kommen, damit wir wirklich was ändern können. Weil bis dahin werden wir einfach nur solche Leute wie du sein, die einfach die ganze Zeit sagen, an die Macht kommen. Ja, und wirkt das jetzt irgendwie verständnisvoll oder er versucht dort irgendwie eine Brücke zu bauen oder sowas? Nein. Er versucht eure schwachsinnige Ideologie, eure Vorgehensweise zu widerlegen und euch davon zu überzeugen, dass man so eben nicht vorgehen sollte, wenn man halt irgendwas nochmal wirtschaftlich in diesem Land zum Besseren verändern will. Aber ja, ihr wollt nichts zum Besseren verändern. Ihr wollt eure kranke Ideologie durchbringen. Nichts anderes wollt ihr. Ihr wollt Macht, ihr wollt Einfluss, ihr wollt eure Hegemonie, also die Hegemonie des Wokismus bewahren. Mehr wollt ihr nicht. So, es geht es doch nicht darum, irgendwie den Zustand in diesem Land zu verbessern. Sie, ihr habt andere Ziele als wir. Deswegen ist Erwin natürlich auch nicht verständnisvoll, sondern versucht euch von diesem Weg abzubringen, da ihr ja immer erzählt, ihr wärt links, da ihr immer erzählt, ihr würdet euch für die Interessen der Mehrheit einsetzen, was ihr de facto nicht tut. Total mad, und das ist halt eben auch sein ganzer YouTube-Kanal, gegen total die mad. Linken, gegen die anderen Woken oder wie auch immer sie da nennt. Da kann man so hart gehen, wie man möchte. Man kann die natürlich beleidigen und niedermachen. Da gab es dann auch immer das mit Halbhirn. Halbhirn. Ich finde, ihr seid demokratiefeindlich. Ich finde, ihr seid die wirklich übelste Degenerationserscheinung, die Linke in den letzten 40 Jahren zustande gebracht hat. Also, ich brauche mich nicht beleidigen. Ihr beleidigt euch andauernd selber. Ihr widerlegt euch andauernd selber. Was soll man dazu noch sagen? Oder würdest du mir da widersprechen, Marco? Nein, also ich finde, als mittlerweile Außenstehender fällt schon auf, dass eben ja, dass die Wokisten wirklich eine schlimme Bewegung sind, eben durch, ja, wie du sagst, durch ihren ja fast schon ihr faschistoides Gehabe, ja, und auch die Art und Weise, wie sie mit Andersdenkenden umgehen. Und ja, eigentlich, man merkt ja erst, wenn man kein Woki ist, wie schwierig das eigentlich ist, mit Meinungsfreiheit und andere Meinungen zuzulassen und so weiter, eben wie anstrengend das sein kann, ja, und wie einfach es sie sich eigentlich machen. Und dadurch, dass sie eben ihre Absichten mit Moral so gut verkleiden, denkt man am Anfang, dass es was Gutes ist, was sie tun, aber wenn man dahinter steigt, dann graust es einem doch ziemlich, ja. Absolut, absolut. Diese Zersplitterung der Gesellschaft in immer neue Opfer- und Tätergruppen und vor allem diese außenpolitische Haltung der Woken, diese völlige Solidarität mit dem westlichen Imperialismus, diese völlig unkritische Haltung gegenüber jeder Aufrüstung, jedem neuen Krieg, den der Westen beginnt. Also das führt doch in den Grund. Sowas kann man doch als Linker nicht gutheißen. Oder dem Pseudolinken oder was das ja alles ausgedacht. Nee, wenn man das kritisiert, dann ist man ja ein ganz böser Verschwörungstheoretiker, Putin-Fan, was weiß ich. Den Lilis, während er bei den Rechten immer total freundlich war, immer total nett war, denen die Hand gereicht hat. Nein, die Rechten haben sich wie normale Menschen benommen und nicht wie Feinde, die einen canceln wollen. Ganz einfach. Die Rechten haben gewisse Regeln des freundlichen Miteinanders beherzigt und deswegen konnte man vernünftig mit ihnen debattieren. Ja, das ist ja das, was er dann nicht versteht, dass es dass auch ein Plomo, ein Kasper sind Teil unserer Klasse. Auch wenn sie sich nicht so benehmen, auch wenn sie nicht im Klassenkampf mitwirken wollen. Aber wenn man es so nimmt, also von ihren Gegebenheiten her, die sind schon Teil unserer Klasse, ja. Sie wollen halt nur nicht. Und ja, für einen Lara, der macht da halt den moralischen, der stellt da eine moralische Wand auf und sagt, nein, es geht nicht. Zumal man ja auch, wenn man andere Leute im Diskurs überzeugen will, erstmal in den Diskurs mit ihnen kommen will. Wenn man sie da 10-mal als Nazi, als Schwurbler, als Nationalist, als was weiß ich beleidigt, dann ist ein Diskurs schwieriger möglich.
Und dann halt eben am Ende dann immer sich hingestellt hat mit, ja, ich bin ja zu allen nett. Weißt du, die Linken, linke Partei, haha, Erwin glaubt an linke Parteien. Haha. Ist auch ein bisschen. Ganz ehrlich, wir haben jetzt schon wieder fast 3 Stunden reagiert. Das ging ja fast so lang, oder 2,5 zumindest. Also das ging fast so lang wie der Talk mit Imp jetzt. Die letzten paar Minuten, die nehmen wir, glaube ich, nicht mehr mit. Ist jetzt, glaube ich, spät genug. In diesem Sinne shoutoute ich nochmal den Brotfunk-Stream, nicht den Brotfunk-Podcast. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ich habe Dankeschön, ja. Wurde Brotfunk gegeben. Dann schaut gerne bei Brotfunk-Stream vorbei. Schaut auch gerne beim Brotfunk-YouTube-Kanal vorbei. Wartet. Und beim Brotfunk, also die sind auch auf Spotify, das ist ja verdammt. Genau, gebt uns Klicks. Das ist Klassenkampf. So, hier, Brotfunk. Klicks für den Klassenkampf. Ja, schaut da gerne mal vorbei, das ist ein Podcast, ein kleiner Linker. Also kann man nicht viel gegen sagen. Dann habe ich noch ein paar andere kleine linke Kanäle. Wenn jetzt schon mal so viele Leute zuschauen, MMT mit Jan. Also ich empfehle jetzt noch mal 2 kleine andere Kanäle. Schaut da gerne vorbei. Ist auch ein kleiner linker Kanal. Geht es auch nur um Wirtschaftspolitik, eigentlich um nichts anderes. Dann Marlons Meinung. Also Marlons Meinung. Schaut da auch gerne mal vorbei. Hier, das ist der Kanal. Der hat schon 500 Abonnenten. Ist da rein, Kriegszahler. Das wird ja geil. Oh Gott, darauf hätten wir auch reagieren können. Nächstes Mal, wenn ich streame, könnte ein paar Tage hin sein, bis ich das nächste Mal streame. Da reagiere ich dann bestimmt drauf. Und auf das Video könnte ich dann auch mal reagieren. Das ist ja auch nur 5 Minuten. Diese Steuern abschaffen. Ja, wie gesagt, gute linke Kanäle. Die kann ich euch jetzt auf Anhieb empfehlen. Schaut da gerne mal vorbei. Ich will jetzt nicht hier schon wieder 10 Kanäle runterrattern, aber wenn ich schon mal ein paar 100 Zuschauer auf Twitch habe, dann schaut da gerne mal vorbei. Geht danach zum Brotfunk. Ja, in diesem